Es ist mal wieder Zeit für Funfair-Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kirmes. Heute sprechen wir über den Breakdancer Nummer 2 der Schaustellerfirma Dreher und Vespermann aus Bremen. Er lebt unter anderem hier in diesem Video eine ausführliche Backstage-Führung, dann ein Interview mit dem Juniorchef Felix Vespermann und dem Rekommandeur Sascha alias DJ Prince on Tour. Das Steuerpult wird erklärt, einzigartige Nacht-Off-Ride-Aufnahmen sind zu sehen, Showfahrten, On-Rides und vieles mehr. Also bleibt dran und lehnt euch zurück. Holt euch vielleicht Popcorn, noch eine Pizza, dazu eine Cola, denn hier bekommt ihr gleich geballte 2,5 Stunden Who's Breakdance Power zu sehen. Also bis gleich. Also irgendwie kommt mir die Stimme bekannt vor. Willkommen zurück! Ja, und wir sind jetzt hier erstmal auf dem Hamburger Winterdom 2016. Es ist 10 Uhr morgens und ich drehe mich gleich mal, denn dieses Geschäft kennt ihr mit Sicherheit. Es ist ein sehr bekanntes Geschäft, ein richtiger Klassiker, bietet aber trotzdem Thrill. Und ich drehe mich mal kurz. Ja, was haben wir denn hier? Den Breakdance Nummer 2, den Breakdancer Nummer 2, so muss man ganz genau sagen, von Dreher und Vespermann. Und ja, was mache ich heute morgens hier? Ja, das ist ganz einfach. Ich habe mich einfach mit dem Sascha verabredet heute und wir gucken einfach mal heute bei einer Wartung zu, wie das Ganze so abläuft, wie dieses Geschäft gewartet wird. Ich war ja zuletzt, muss ich gestehen, 2003 hier beim Breakdance. Und es wird mal wieder Zeit, dass ich den Breakdance mal besuche und freue mich sehr drauf. Es ist früh, was heißt früh? 10 Uhr ist eigentlich nicht früh, ne? Ja, für mich ist es früh. Und da ist schon der Sascha, ich sehe schon, er ist schon fleißig dabei. Und meine, Mensch, grüß dich, warte, ich muss noch kurz. Hi Sascha, erstmal vielen Dank, dass ich kommen darf. Bitte gerne. Und ja, es ist früh morgens, 10 Uhr und wir gucken uns, erstmal danke für die Einladung überhaupt. Gar kein Problem, immer wieder gerne. Und wir gucken uns jetzt mal die Wartung an beim Geschäft, wie aufwendig das Ganze ist. Und ich bin schon sehr gespannt drauf und ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Also, wir legen los. Der allmorgendliche Geschenk. Auf die Frage, wie man meistens immer gefragt wird, wie beginnt Ihr Tagesablauf? Mit dem Wecker, ganz einfach. Das musst du. Stimmt, bei mir auch. Unfassbar, oder? Ja, so beginnt er meistens. Und du kontrollierst hier, klar, jeden Morgen die komplette Beleuchtung, ne? Ja. Ob die Lampen alle anhaben. Was ja meistens nicht der Fall ist, wenn man da drüben sieht, sind zwei aus. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch, aber ja. Wenn man schön haben will, sollte man schon einmal darauf achten, dass alles schick aussieht. Weil es gibt ja auch Kirmes-Freaks, wie zum Beispiel den Lars, der das dann alles sehr genau kontrolliert. Ach Gott. Das wahrscheinlich auch noch so ein Kunde sein würde, der dann noch hochkommt und sagt, Mensch, du Sascha, pass auf, da oben gehen zwei Birnen nicht. Also das wollen wir gar nicht. Nein, 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 um Gottes Willen. Ja, aber in der Regel haben wir die Lampen an, kann man sagen. Ja. Wie viele Lampen habt ihr denn hier, sag mal? 1 Million. Ja, mindestens. Also einmal um die Erde können wir die umzulegen, mindestens. Ja, ja. Ja. Das ist ja Wahnsinn, ey. Ja, aber wie viele Brennstellen das jetzt ungefähr sind? Also ich würde jetzt schätzen, also ich weiß es nicht genau, ich bin mir da auch nicht sicher. Ja. Aber wenn man jetzt schon mal die Schrift ansieht und die Umrandung oder halt diese Lichtkörbe, die wir hier haben oder vorne die Sterne, ja, würde ich sagen, sind wir locker bei 60.000 bis 100.000 Brennstellen. Ich will es nicht übertreiben, aber das wäre jetzt meine Schätzung. Ne, wenn man jetzt alles bis aufs Kleinste nimmt, was weiß ich, was die LEDs in den Autos oder... Ja. Da kommt man bestimmt auf seine 100.000 Brennstellen, aber... Boah. Aber das musst du auch jeden, das macht er ja jeden Tag, ne? Die jeden Lichter Tag angucken. Wird einmal eben durchgeschaut, was muss gemacht werden, was fällt an. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt als DJ oben an der Kasse sitze, dann ja, den Rest des Tages überprüfe ich dann natürlich auch schon, oder beziehungsweise schaue ich natürlich schon mal ins Geschäft rein, was fällt an, was
ist mir aufgefallen, was muss gemacht werden. Ja, ja. Ne, also es geht ja auch nicht jede Birne, ich sag mal so pünktlich um 9 Uhr kaputt, ne? Sondern es ist manchmal auch mit meistens Betrieb, zwei, ne? Minuten vor 9. Also gestern haben wir Probleme, Scheiße, mit unserem Schmuckstück da oben gehabt. Den, ja, haben wir gestern Morgen gemacht, den Igel. Ja. Der war gestern Morgen fertig. Ich mache die erste Fahrt, schalt ein, 3 Birnen kaputt. Oh, denke, das gibt's nicht. Und das Problem bei dem ist, wenn 3 Birnen kaputt gehen, ja, geht immer eine ganze Serie aus am Igel. Ja. Und dann sind es immer 10 Stück, die dann ausgehen. Oh. So, und dementsprechend sah der dann auch halb tot aus. Und das auf dem Freitagnachmittag auf dem Hamburger Dom, wo man eigentlich schön präsent sein möchte. Ja, ja. Und ja. Man muss dann halt mal schauen, wie man es dann überbrückt. Also wir haben es dann noch mal kurzzeitig während der Betriebszeit etwas geregelt. Ja. Aber es hat dann geklappt und wie man sieht, er läuft jetzt wieder. Ja. Bis auf, dass diese 2 Birnen, die besagten, noch aus sind. Ja. Aber da wir in Deutschland so schöne Postservice haben wie den DHL, Fremdwerbung, ja, die sich natürlich ja, immer Zeit lassen. Ne? Ja, dauern ja halt länger, DHL. Du, kenn ich. Ich habe heute erst wieder ein Paket abgeholt. Mhm. Ja. Sollte eigentlich gestern da sein, aber an dieser Stelle schönen Dank, DHL. Ja, ja, mindestens. Ja. Bisschen weiter rüber. Guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Tja, Gott sei Dank, sonst hättest du wieder gemeckert. Nein, ich meckere nicht, um Gottes Willen, ey. Also ich hätte wahrscheinlich, weiß ich nicht. Aber man, ich meine, die Schausteller allgemein achten auch sehr auf ihre Geschäfte, muss ich sagen. Wirklich überall, die gucken wirklich auch hier und sagen, Mensch, da geht eine Birne nicht und da geht eine Birne nicht. Ja, ich glaube, den Normalbesucher fällt das gar nicht auf, ne? Was, oder, heißt der Normalbesuch? Ich meine, es gibt ja nun mal, ich sag mal so, Kirmes-Fans wie jetzt zum Beispiel dich oder halt gewisse andere Leute, ja, die man jetzt kennenlernen durfte in den 2 Jahren, wo ich jetzt hier bin, die dann halt auch mal aufs Geschäft kommen, denen auch sofort neue Details am Laden auffallen. Also ich sag mal, ja, wo, ja, wir jetzt angefangen haben mit den neuen Autos, ja, bei uns am Kleinladen beispielsweise jetzt, da sind, cool, die auch sofort drauf gekommen, als wir rausgefahren sind und standen in Wilhelmshaven auf dem ersten Platz. Die erste Frage war, weil wir unseren Turm, den Kugelturm am kleinen Breakdancer neu bekommen haben. Ja. Und dort war dann gleich die Frage, wo ist der Kugelturm? Warum ist der nicht da? Weil wir haben nämlich diese Figuren, die hier am großen Laden damals immer in der Mitte standen, diese, ja, diese Tänzer, ja, die haben wir genommen und haben die mit einer Stellage auf diesen Zapfen raufgesetzt. Und der ist dann quasi da in eine Runde gefahren. Und jeder Kirmes-Fan, das habe ich bei mir auf der Seite natürlich beobachtet, ja, die haben dann gleich gefragt, wo ist denn der Kugelturm? Die haben gar nicht erst im ersten Mal auf die neuen Autos geachtet, die wir da hatten. Ja, im ersten Stichpunkt war natürlich der Turm und dann so, ach Mensch, guck mal hier, die haben ja ein neues Simpsons-Auto. Och, wo ich mir dann so denke, ja gut, alles klar, wir haben den halben Winter damit verbracht, schicke neue Autos aufzusetzen. Ja. Und was denen auffällt, ist dieser dusselige Kugelturm. Also das ist ganz amüsant eigentlich. Ja. Ah, cool, ey. Wie lange bist du jetzt hier schon beim Unternehmen, Andrea? Also von 2012 an, ja, habe ich immer mal so, ja, punktuell mal hier gearbeitet. Dann, ich, ja, war auf der Osterwiese in Bremen, ich war auf dem Freimarkt in Bremen. In Oldenburg habe ich damals mit abgebaut, 2012. So, und irgendwann hat sich das dann so gefestigt, dass ich da mal gesagt habe, möchtest du sowas machen oder nicht? Weil ich sag mal, von Kind auf an hat man immer schon so ein, ja, kleines, ne, Kirmesherz. Das ist bei jedem Kind so. Ja, ja, stimmt. Und ja, dann fing das halt 2012 dann an, dass ich da mal angefragt hatte, wie sieht das aus? Braucht denn noch jemand? Ich hätte wohl Interesse an dieser ganzen Geschichte. Oh. Ja, und dann ging das dann los, so peu à peu. Ja. Natürlich war ich erst als Kassierer, als Klötzesammler, sag ich mal hier. So fängt man, glaube ich, auch überall an, ne? Also wenn man, man sollte schon das gewisse Know-how und auch Vertrauen mitbringen, sag ich mal. Weil, ja, es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich jetzt hier in dieser Firma ankomme und sage, Mensch, ich, ja, möchte gerne mal oben in die Kasse. Also man sollte da schon auf den Füßen oder auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Ja. Weil es ist eine Vertrauensaufgabe. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt der Perfektionist bin an dieser ganzen Geschichte, weil ich lerne auch jeden Tag dazu. Ja. Aber ich muss dazu sagen, es war ein schwieriger Weg dorthin. Ja, also, ja, ich musste schon zeigen, was du kannst, ne? Was ich kann. Ne? Und, ja, dann hat man mich ja einmal ins kalte Wasser reingeschmissen, aber da kann man ja später nochmal zukommen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Wollte ich gerade nachfragen. Ja, auf jeden Fall. Da können wir gerne nochmal drauf zurückkommen. Ja. Ne, aber wie gesagt, es ist kein leichter Weg nach oben hin. Ich sag mal, nach, nee, oben, ne, kommt man schnell, langsam, aber nach unten geht es meistens schnell. Wie überall, ne? Es, ja, ist einfach so. Wie ein Freefall Tower, ne? Aber den magst du ja nicht so gerne. Nee, hab ich ja schon mal erwähnt, dass ich da, also man kann mich eigentlich in fast alles reinsetzen, außer, ich sag mal jetzt, wie unseren schönen Nachbarn, den wir da drüben stehen haben. Kann ich auch noch mal kurz schwenken, damit ihr den auch noch mal sieht. Ja. So, das ist hier Götzke hinten mit seinem Skyfall.
Jo. Genau. Ja, aber das sind dann wieder so Geschäfte, wo dann bei mir die Schmerzgrenze erreicht ist. Da gehe ich dann doch lieber ans Riesenrad rein. Ja, ja. Und ja, ich sag mal, bei mir hört es mittlerweile auch auf. Ich fahre gerne Karussell, gar keine Frage. Auch hier bei uns am Laden natürlich, wenn ich mal abgelöst werde. Dann springe ich natürlich auch immer gerne mal hier rein bei uns in den Laden. Und ich sag mal, um mal einmal noch so pro Tag die Fahrt für mich zu haben. Ja, es macht ja auch tierisch Spaß. Auf jeden Fall, klar. Also. Sonst wäre ich ja nicht hier. Nein, aber bei mir hört es dann auch auf, ich sag mal, bei anderen Betrieben mitzufahren. Also ich bin wirklich, wenn ich hier rauskomme, dann suche ich mir auch meine Ruhepunkte, setze mich auch mal eine halbe Stunde ins Riesenrad rein, wenn es sein muss. Aber so Power Tower, da ist bei mir dann schon die Schmerzgrenze erreicht, wo ich mir sage, no way. Also nein. Ja, man kommt noch in so ein gewisses Alter. Also bei mir ist es ja so. Ich kann ja normalerweise so Kotzmühlen oder alles, was sich so dreht und überschlägt, auch nicht mehr so ab. Also nach einer Fahrt ist es wirklich bei mir so, da brauche ich erstmal meine Ruhephase. Ja. Und meistens zwei Fahrten auf der Kirmes reichen mir auch. Das ist wirklich so bei mir. Also ist das, wenn man dich einlädt, sehr billig, wenn man mit dir... Ja, definitiv. Können wir nächste Woche anfangen, fangen wir hier in St. Pauli an. Oh und Gott. Gehen im Breakdance und dann gehen wir ins Riesenrad und dann war es das ja für dich auch. Dann war es das für mich. Siehst du, dann hab ich ja einen billigen Besuch gehabt. Da kann definitiv. Ich dich gerne mal einladen. Ja, definitiv. Also da müsst ihr wirklich keine Angst haben. Ja. Also. Und was macht ihr jetzt bezüglich der Wartung nochmal? Also ihr kontrolliert das Licht. Ihr fangt ja wahrscheinlich immer so vormittags an, so um 10 oder was. Ja, also ich sag mal so, je nachdem, was anfällt, wird das Morgenprogramm gestaltet. Ja. Sei es jetzt, wenn jetzt nur mal Licht ist oder man müsste jetzt mal ein Lager tauschen oder ein Motor oder ein Getriebe. Es kann ja immer mal was sein. Definitiv. Es soll nichts sein, also toi, toi, toi. Ja. Aber je nachdem, was so anfällt, könnte man sagen, richtet sich so, sag ich mal, die Frühstücks- und Arbeitsbeginnzeit. Ja, ja. Ja. Aber in der Regel jetzt hier auf dem Hamburger Dom, da wir ja Gott sei Dank, oder vielleicht ist es ja auch zum Nachteil, man kann so und so sehen. Ja. Erst um 15 Uhr an. Ja. Und dementsprechend haben wir genug Vorlauf. Und dann beginnen wir dann, ich sag mal, in der Regel um 10 Uhr, fangen dann an. Also ich sag mal, dass man erstmal die optischen Sachen nimmt. Ja. Licht, ganz wichtig. Also es soll gerade zum Wochenende hin. Muss alles funktionieren. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt hier mit wie man es jetzt hier schon wieder sieht, drei Bieren ausfahre. Ja. Das ist nicht unbedingt schön. Dann haben wir jetzt, wie gesagt, eine Rückwand, die ist jetzt gerade neu gemacht worden, beziehungsweise die Rückwandumrandung. Ja. Was halt ein sehr optischer Punkt ist, weil es fällt sofort auf, wenn da zwei, drei Bieren aus sind. Ja. Dann natürlich unsere Sterne vorne, die leider gestern etwas Probleme gemacht haben, wo wir jetzt mal gerade bei sind, das zu beheben. Okay. Was ist noch wichtig? Ganz wichtig ist, immer den Laden abfetten. Da kommen wir dann gleich auch nochmal zu. Also da können wir gleich gerne nochmal zusammen runtergehen. Ja, gerne. Damit du dir das auch da mal anschauen kannst. Ja. Ja, unten abfetten ist wichtig. Dann hast du halt hier die Poller. Das kann ich mal aufmachen. Dann kann man reinschauen in dieses ganze Know-how. Cool. Man hat halt hier das Herzstück sitzt quasi, das Getriebe. Ja. Was halt immer abgefettet werden muss. Mhm. Ne? Und Öl ist halt auch mal ganz wichtig. Ja. So, dann sollte man vielleicht mal nachschauen, wie sehen die Kohlen aus, weil in der Regel funktioniert das mehrere Jahre, dass da eigentlich nichts passiert. Ja. Aber der Teufel ist ja ein Eichhörnchen. Und dann sollte man schon mal reinschauen in diese ganze Geschichte, ob alles in Ordnung ist. Ich sag mal, um irgendwelche Fehler zu vermeiden oder um irgendwelche Probleme zu vermeiden. Also ich merke schon, du musst auch wirklich, du bist ja hier der Geschäftsführer, kann man sagen, ne? Ja, ich sag mal, als Geschäftsführer möchte ich mich nicht betiteln. Ich sag mal mehr so, die rechte Hand vom Chef, wenn der nicht im Hause ist. Weil sonst ist der Herr Westermann Junior hier. Ja. Der Felix, der ist sonst immer sehr mit hier. Oder halt sein Bruder Mike. Ja. Die ja nun, ich sag mal, immer mehr in diese Geschichte hineinwachsen und auch irgendwann übernehmen werden. Ja. Dann weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber ich sag mal, sonst machen die beiden das hier morgens. Und ich bin eigentlich mehr oder minder der Rekommandeur. Und wenn die beiden jetzt mal nicht im Hause sind oder sowas, ist das für mich natürlich auch kein Problem einzuspringen. Ne? Also gar keine Frage. Aber du machst schon mehr, habe ich ja auch so gesehen gestern. Du musst ja auch wirklich technisches Verständnis haben, ne? Weil es reicht ja nicht, dass man sagt, naja, ich drück mal auf den Knopf und ich bespaße die Leute, sondern du machst ja auch morgens mit der Wartung, du musst ja auch wirklich von dem Ahnung haben von dem Karussell, was du betreibst. Habe ich nicht. Ich weiß, wie man einen Toaster bedienen kann. Also sollte man das ja auch schon. Nein, Quatsch. Also klar, ich habe in den zwei Jahren, was ich hier gerade schon sagte, viel, viel mitgenommen und viel, viel gelernt. Ja. Weil wenn Chefe im Haus ist oder ich sag mal die technischen Leiter, die hier auch am Laden mit waren,
dann bin ich auch immer derjenige gewesen, der eigentlich die Hände in den Taschen hat und zugeguckt hat. Aber nicht, weil ich da keinen Bock drauf hatte, sondern einfach nur, weil ich wirklich lernen wollte, was passiert da. Ja. Sei es jetzt mit der Lauflichtsteuerung oder hier halt mit der Steuerkiste, die hier drin ist. Oder. Ich sag mal, es bringt nichts, wenn ich rumstehe und ja, guck mir die Chose an und ja, es geht durch den Kopf zurück und das war's dann. Ja. Somit habe ich mir halt viel angeeignet. Gestern zum Beispiel auch. Ich meine, Stecker wechseln ist jetzt nicht das Ding. Aber ich hatte jetzt gestern mit zwei Mitarbeitern so einen leichten Clinch, weil oben in der Rückwand waren ein Fehler drin. Das heißt, mir sind ständig die FIs geflogen und haben sie die Stecker nachgeguckt und sagten, der Stecker wäre verbrannt. So, und dann habe ich natürlich gegen angestunken und habe gesagt, pass auf, wir machen das anders. Alle Stecker oben an der Rückwand werden jetzt abgezogen, ja, um zu gucken, wo finde ich den Fehler. Ja. Bei welcher Leiste fliegt die Sicherung? Ja. Ja, komischerweise war es nämlich nicht der erste Stecker, wie er gesagt hat, sondern die dritte Leiste. Ha! Und das war auch noch nicht mal der Stecker, sondern das Kabel hat sich aufgeratscht an der Rückwand. Ja. Was natürlich irgendwann mal ja nicht passieren sollte, aber was auch mal vorkommen kann. Klar. In der Regel. Und da musste ich die Lichtleiste gestern noch runternehmen. Und für mich dann auch, weil ich habe es ja nun mal gelernt, durch meine Hände in die Taschen und zugucken. Wie wechsle ich das jetzt aus? Weil ich musste ein neues Stück Kabel einsetzen und musste die ganze Stecker alle verbinden. Aber Gott sei Dank ist das ja für Dumme gemacht, da sind ja Zahlen drauf. Ach. Also nicht, dass jetzt nachher wieder irgendwelche Schlauen sagen, ach Mensch, das kann ja jeder ein Kabel wechseln. Du sagst das nicht, einige können sogar einige Zahlen nicht lesen. Ja, gut. Also, ja. Man geht aus. Genau. Nein, und wie gesagt, also man sollte schon wissen, was man da macht. Und ich denke und hoffe natürlich auch mal, dass meine Firma so viel Vertrauen in mir hat. Ja. Wie man ja sieht, ich mache es alleine hier morgens mit den Jungs auch von der Chefetage. Ist hier in Hamburg eigentlich recht wenig einer da, weil jetzt natürlich auch die Weihnachtsmärkte beginnen und dort natürlich auch wieder der gewisse Stress ist. Ja. Der, ja. Gearbeitet werden muss oder abgearbeitet werden muss, weil wir ja noch in Berlin stehen, in Bremen stehen wir auch. Wahnsinn. Und so teilt sich dann die Firma Ende des Jahres. Ne? Oh, alle gehen ihren Weg, ja, in die nächste Arbeit. Und dann trifft man sich danach wieder und sagt, na, wie war's bei dir? Ja, quasi. Also in der nächsten Saison geht es dann schon wieder weiter. Ja, aber ja, es liegt ja noch viel vor uns, sagen wir mal. Richtig. So. Es fließt da noch viel Wasser die Elbe hinunter. Was mich nochmal interessieren würde, Sascha, ist, was reizt dich an dem Karussell Breakdance? Was reizt mich daran? Was findest du fasziniert an diesem Karussell? Was findest du cool? Weil du hast ja auch gesagt, man muss ja auch wirklich Interesse haben, auch ein technisches Verständnis haben, damit man das alles hier macht. Gibt es irgendwas, was dich an diesem Karussell besonders reizt oder fasziniert? Fasziniert. Also ich sitze teilweise verträumt, wenn ich da hinter meiner, ja, ich sag immer, wenn man von hier aus guckt, sieht es aus wie ein 54 Liter Aquarium. Ne? Deswegen sage ich immer, wenn ich in meinem Aquarium sitze, was fasziniert mich daran? Also für mich ist sehr begeisternd, erstmal das Fahrgeräusch, das interessiert jeden. Da können wir zusammentun. Ja. Ja. Wie gesagt, das Fahrgeräusch ist eines der markantesten Zeichen von diesem Hussgeschäft und ja, egal wo man auf dem Platz steht, wenn wir jetzt beispielsweise gleich mal eine Probefahrt machen oder was, jeder Breakdance-Fan liebt dieses Geräusch. Es ist einfach geil, es muss richtig tierisch laut sein. Und ich sag mal so, ich habe andere Geschäfte ausprobiert, ja, unter anderem ein weiteres als Rekommandeur. Ja. Was mir aber nicht so gelegen hat. Also ich brauchte ein Action-Geschäft, ja, wo ich mich dran austoben konnte. So, und ich sag mal immer, ja, man muss auch in den Betrieb reinpassen. Das hat hier gepasst, definitiv. Ja. Also in der Firma Dreher Westermann fühle ich mich aufgehoben. Das merkt man auch. Das merkt man. Ja, also ich sag mal so, man kriegt hier einiges beigebracht. Sei ja es jetzt nicht nur innerbetrieblich, sondern vielleicht auch mal außerbetrieblich. Ja. Im privaten cool Bereich. Man kriegt auch mal einen Spruch oder einen Ton, wo man dann drüber nachdenkt, war das jetzt richtig oder nicht. Mhm. Aber meistens war es richtig. Also ich sag ja, ich lerne mit meinem Alter hier noch sehr viel dazu. Ja, klar. Aber um aufs Geschäft zurückzukommen, für mich ja, war es eigentlich gar nicht so in dem Sinne das Ziel hierher. Ja, okay. Bloß, ich weiß nicht, man hat damals hier vorgestanden als Kassierer und ich habe gesagt, ich möchte hier oben rein als Rekommandeur. Ja. Da kommen wir dann jetzt auch schon wieder zu der Geschichte hin. Wollte ich gerade nachhaken. Ja, es fing da an, auf der Osterwiese in Bremen, 2000 und, jetzt muss ich lügen, wir haben 16, 14. Ja. Da bin ich ja hier angefangen nochmal. Ja. Und sagte dann zum Herrn Vespermann damals, ich möchte gerne mal nach oben, an die Kasse ran. Und sagte er, ja, du das so kannst, weiß ich nicht. Komm mal mit, sagt er. Und irgendwann saß ich dann eine Stunde vor Aufmachen in Bremen-Osterwiese. Ja. Saß ich dann da oben, hatte dieses riesen Fahrpult vor mir,
sollte anfangen zu rekommendieren. Natürlich, was macht man, wenn man das erste Mal vors Mikro sitzt? Nix. Ja, genau. War das Mikrofon wahrscheinlich kaputt, weil es kam kein Ton raus. Oder sagst du, hallo. Ja, so ungefähr. Check 1, 2, 5. So, und dann sagt er dann, Herr Westermann zu mir, nö, also so wird das nix. Mach mal wieder aus, das wird so nix. Du hättest ja sagen können, Moment, ich war noch nicht so weit. Ja, nee, das habe ich dann auf dem Rückweg gezeigt, weil wie gesagt, ich bin dann irgendwann wieder umgedreht, habe mich selbst rangesetzt und habe dann Gas gegeben und habe dann gesagt, so, wenn du die Chance jetzt nicht ergreifst, dann ist Feierabend. Ja, ne, ja. Dann kriegst du das gar nicht mehr. Ja, und somit kam dann der Punkt, wo er dann zurückkam und sagte, ja, das wollte ich wissen. Machst du gut. Machst du gut, wa? Ja. Nee, und so fing das dann an. Ich durfte dann immer so stundenweise damals unsere alten Rekommandeure ablösen. Ja. Wodurch ich dann auch viel lernen durfte, weil ich sag mal, es gab hier zwei Rekommandeure, die mir viel, viel gelehrt und beigebracht haben. Ja. Und ja, ich sag mal, so habe ich mich Stück für Stück dann immer mehr in dieses Karussell verliebt. Ne? Also ich glaube, das unterschätzen auch viele Chemis-Fans. Also das Rekommandiert ist wirklich richtig harte Arbeit. Das muss ich wirklich sagen. Also ich habe ja gesehen gestern, wir haben ja beim Vorgespräch, wir haben uns gestern schon getroffen. Wir haben uns angeschnüffelt. Und du warst ja wirklich konzentriert, weil du hast ja auch wirklich eine Verantwortung. Du musst die Menschen belustigen, du musst aber auch für Sicherheit sorgen, du musst das Fahrgeschäft beobachten, du musst gucken, dass die Leute nicht einfach aufspringen auf die Platte. Das, denke ich mal, machen auch viele, ne? Die denken, oh, kannst du mal eben kurz mal raufspringen, ne? Ich habe es schon gehabt in Bruchhausen-Vilsen, wenn ich mit dem Kleinladen unterwegs war oder Fechter, ja. Stoppelmarkt, dann hast du teilweise das Problem, durch diese stark alkoholisierten Menschen, also das, was eigentlich jeder Mann am Wochenende macht, mal jedes Wochenende feiern gehen, ja. Ja, ist dann halt das Problem, dass du dann merkst, dass die Menschen oder beziehungsweise die Person, es gibt sogar Frauen, übermütig werden, so, und ich sag mal, bei unserer Spezialität des Hauses, dem Facelifting, halte ich ja diese Riesenradscheibe an, ja. Und lasse nur die Kreuze drehen und die Leute sind dann der Meinung, ich halte aber an. Das heißt, die Fahrt ist zu Ende. So, und hast du das teilweise, dass unsere Kassierer dann schon rausspringen, ja. Die ja auch gleichzeitig unser Sicherheitspersonal sind, und die Leute da wieder zurückpfeifen. Ja. Bloß, ja, da muss man dann halt gucken, wie macht man das? Weil ich sag mal, der Fehler würde dann ja auch bei mir liegen, ja. Wenn ich anhalte und die laufen mir da ins Geschäft rein. Ja, ne, weil ich muss ja immer so vorausschauend fahren, wie beim Auto auch, dass sowas nicht vorkommt. Das heißt, ich muss immer ein gewisses Tempo noch beibehalten, dass die Leute sehen, ah, der steht noch nicht. Ja. Ne, und das sind halt Sachen, die man dann auch beobachten muss. Oder halt, wie du schon sagst, wenn ich jetzt abfahre, ich muss, oder beziehungsweise ich mache es für mich, für meine Sicherheit, um mich abzusichern, gebe ich meistens schon immer fast alles dreimal raus. Aber die Leute hören auch nicht hin. Hast du auch das Gefühl, dass die Leute immer wieder zuhören? Ja. Ja. Also gerade hier in Hamburg. Also ja, Hamburg ist ein sehr stures Volk, leider. Also Entschuldigung, Hamburg, weil ich komme jetzt aus Bremen. Da denkt man natürlich dann wieder nachher mit dem Fußball, aber Gott sei Dank bin ich kein Fan. Ich auch nicht. Nein, aber wie gesagt, du hast das Problem teilweise, wenn du losfährst und es wird voll auf dem Laden. Man darf eigentlich nie abfahren vorher. Ich tippe immer nur ganz leicht an, dass die Radscheibe so leicht anfängt zu zittern, dass die Leute merken, oh, hier passiert was, und dann werden die auch aufmerksam. Also ich lasse den Laden nicht rollen, sondern tippe nur an, dass er langsam einmal vorrückt. Ja. Ne, damit die merken, oh, hier passiert jetzt was, und dann hören die auch zu. Ah, ne, okay. Und dann wird ja schon das Licht verändert, auch von der Farbe weiß auf rot. Ja. Meistens mache ich es danach aus, wenn es zu voll wird, und die reagieren gar nicht und fangen dann noch mit an zu blitzen. Ja. Also dass man immer so ein Warnsignal hat, dass die Fahrbahn frei wird. So, und dann musst du natürlich auch gucken, vom Aquarium bis auf die andere Seite. Ja. Ich habe ja leider Gottes unser riesen Schmuckstück hier stehen in der Mitte, der mir wenig Sicht nach drüben hin bietet. Ja. Hier? Ja, das kleine etwas. Also es ist ein zartes Rehlein. Ja, auf jeden Fall habe ich dann halt Schwierigkeiten, vom Aquarium auf die andere Seite zu gucken, vom Fahrstand aus. Ja. So, somit habe ich immer meine Kassierer auf der Fahrbahn, die stehen meistens immer so an jedem Kreuz einer, und die sichern sich dann auch ab. Wenn ich dann frage, ist die Fahrbahn frei, kriege ich dann auch mal ein grünes Däumchen, was nicht grün ist, das mir dann auch halt signalisiert, dass wirklich auch alle Leute aus dem roten Bereich raus sind, den wir ja nun am Geschäft haben. Also so. diesen grünen Däumchen wie bei einer Achterbahn, da machen die das mittlerweile ja auch viel im Amiland. Okay. Das heißt, da wird der Zug auch nicht abgefahren, bevor jetzt dein Operator noch steht. Der kriegt doch mal hier diesen Daumen und der andere kriegt auch noch mal einen Daumen, und erst dann fährt der Zug ab. Es ist aber ja auch sicher. Ich sag mal, es ist leider Gottes in der Vergangenheit, man muss es leider sagen, ist ja nun auch mal was passiert.
Ja, und ich sag mal, das gibt den Leuten natürlich dann auch zu denken, dass man sich dann absichert. Ne? Ja, ja, ja. Meistens sind ja wirklich immer die, es ist ja immer menschliches Versagen. Also es sind immer die Kirmes oder die Besucher an sich selber schuld, ne? wenn hier irgendwas passiert. Ist ja meistens immer so, ne? Ja, also wie gesagt. Dann geben sie dir die Schuld, ne? Ja, sicher, klar. Das ist echt, also. Also man hat es schon ganz oft gehabt, also ich meine, wenn man jetzt mal hier zwischen den Scheinwerfern schaut, wenn man jetzt mal beispielsweise die Farbe nimmt, das sind mindestens 50 Zentimeter, ja, die mir den Weg geben, quasi von der Außenlinie bis zur Radscheibe. Ja. Also wenn man jetzt mal sieht, da vorne, ja, die Ecke geht bis zu der Kante hier. Und es sind mindestens 50 Zentimeter, die einem signalisieren, wenn das Ding sich dreht, also die Radscheibe, dass man dann auch aufpasst und nicht da durchläuft. Ich habe es aber trotzdem immer wieder auf Plätzen wie Vechta, Bruchhausen. Ja. Das sind meine Lieblingsplätze. Ich weiß nicht warum, aber es sind halt Plätze, wo die Leute sehr gerne feiern und auch sehr gerne mal ins Glas gucken. Oha. Und ja, also die sind teilweise so übertrieben, dass sie schon torkelnd aufs Geschäft drauflaufen. Ach du Scheiße. Und da ist dann natürlich dann für mich auch gleich eine Stresssituation, sag ich mal, entsteht dadurch, weil ja, ich gucke dann nicht mehr nur nach vorne, ich fange dann schon an zu schielen, weil ich dann wirklich auch diese zweite Person dann beobachte, ja, ja, damit nichts passiert. Ne? Ja. Weil ich sag mal, er soll ja auch fahren, er soll ja auch seinen Spaß haben, gar ja, keine ja, Frage. Ja, ja. Aber natürlich ist es dann für mich eine ungewohnte Situation, weil ich sag mal, wenn du und ich jetzt hier auf dem Geschäft drauflaufen, wir stellen uns an der Seite, warten, bis die Fahrt vorbei ist. Genau. In der Regel, bis das weiße Licht an ist und gehen dann erst rauf, wenn die Fahrbahn steht. Richtig, klar, so wie es sein soll, ne? Eigentlich, ja, eigentlich. Ja. So, und ich habe dann aber, wie gesagt, auf solchen Plätzen dann immer so zusätzliche Stresssituationen mit solchen Party-Peoplen. Lass sie feiern, das ist ja auch deren Sache. Ja, ja. Da wo aber dann, wie gesagt, wo ich dann unruhig werde. So, und das sind dann halt so Sachen, dass man dann halt wirklich aufpasst und. Also man muss es immer sehen, ja, ja, wie ist die Situation. Es gibt auch Tage, da interessiert mich das gar nicht, ja, weil ich beobachte ihn, dann kriegt er einen Spruch, wo ich dann sage, entweder stellst du dich jetzt dahinter oder verlässt das Geschäft. Ja. Ne, also wenn es zu extrem wird, ne, damit mit halt nichts passiert, weil ich möchte ja auch nicht, dass ihm was passiert, nee, geschweige denn mir was passiert. Genau, richtig. Nee, weil klar, ich glaube, wenn es da reingeht bei voller Fahrt, dann... Bist du weg. Ne, es ist ein unschönes Bild, glaube ich. Also ja, ja, ja. Muss es nicht unbedingt einmal sehen, also... Nee, das stimmt. Hast du denn so einen Platz, also Vechta zum Beispiel, sagtest du jetzt zu deinen Lieblingsplätze, fährst du da auch wirklich, also oder gibt es einen Platz, wo du immer oder fast immer voll fährst? Es gibt Plätze, wo wir sehr stramm und zügig durchfahren. Bremen wahrscheinlich, ne, oder? Leider nein. Nee. Nein, also Bremen war dies Jahr für mich, für meines Empfindens, also 2016, top Bremen, muss man sagen, war für mich, für meines Erachtens nach, mehr los als 2015. Ja? Bloß irgendwie haben die gesagt, dass die Zahlen weniger waren. Okay. Gut, vielleicht sind sie jetzt mehr bei uns gefahren als woanders, aber dies Jahr war Bremen sehr schön und sehr angenehm. Ja. Aber zu meinen Top-Plätzen, wo ich... Ja, richtig gerne hinfahre, ist beispielsweise Geldern am Niederrhein. Ja. Es ist ein Hardcore-Platz. Es ist, ich weiß es nicht, was die Leute da machen, ob die noch nie eine Kirmes gesehen haben. Weil wir machen jetzt muss ich eben ganz kurz lügen, um 10 Uhr auf. Boah, so früh schon? Ja, um 10 Uhr machen wir auf, aber Grenze ist dann 1 Uhr nachts, also da müssen wir dann stehen. Aber ich kann euch sagen, von 11:30 an, also das wird mir jeder, der in Geldern war, bestätigen können, von 11:30 mittags, ist der Laden voll. Bei uns am Kleinladen, weil wir fahren ja leider nur mit dem Kleinladen darunter. Ja. Weil der Große da auf die Ecke nicht hinpasst, wo wir immer stehen. Schade. Und wenn wir dort sind, der Aufgang, der gesamte Rundgang steht voll mit Leuten. Ab 11:30 ist kein Auto mehr frei. Also, und das geht dann auch wirklich konstant bis um 12 Uhr durch. Ja. Ne, teilweise hast du es dann auf dem ersten Tag dann noch so, dass bis, ja, ich sag mal, eins bis zum Schließen wirklich alles durchgehend besetzt ist. Also wenn du da fahren willst, ja, ist dann auch schon Feierabend. Ne? Boah, Wahnsinn. Da kannst du wahrscheinlich auch nur eine Minute fahren und die nächsten. Zack, Minute, die nächsten. Ja, man muss stramm wegfahren. Ob es jetzt eine Minute ist oder nicht, das bleibt natürlich dann intern. Ja, na klar, das kannst du nicht, aber... also ich würde eine Minute fahren. Ja, du, aber wie gesagt, man muss ja auch gucken, dass man dem Kunden was bietet, ich sag mal, ja, für sein Geld, weil es bringt ja nur nichts, wenn ich die Leute dann anfange abzuziehen. Wäre eine unfaire Sache den Fahrgästen gegenüber. Mhm. Nein, aber wir fahren schon zügig ab, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Also es ist dann nicht so, wie, sag ich mal, jetzt hier, wenn man hier jetzt steht, wo man sich dann austoben kann und seine Ruhe weg hat. Mhm. Ne, weil hier in Hamburg beispielsweise kann ich mit den Leuten spielen, da fange ich an, irgendwelchen Mist zu sammeln. Oder mach Spiele wie zum Beispiel dieses Bewohner
Fortuna, ja. Was wir gemacht haben. Richtig, sehr cool. Wo sie dann anfangen mitzuklatschen oder man singt oder man verarscht die Leute. Also, ja, aber das macht ja auch Spaß. Ne? Für mich macht es Spaß. Jo, vor allem, wenn ich dann sehe, es funktioniert, die Leute sind gut drauf, die machen mit. Ja. Wobei, was ich ja gerade schon angedeutet habe, leider ist Hamburg ein sehr stures Volk. Ich weiß nicht, ob das jetzt Hamburg ist oder ob das die Touris sind, die hier rumlaufen. Ich glaube, das ist auch so der Norden. Also ich weiß nicht, ob das der Norden ist, weil ich habe auch das Gefühl, wenn ich im Norden in Anführungszeichen fremde Leute einfach so anspreche oder einfach mal guten Tag sage, hallo, dann sind sie gleich, ein Mensch hat mich angesprochen, ein fremder Mensch, Ja, es ist kein Feedback hier. Also nee, also im Süden finde ich das ganz anders. Da sind die irgendwie offener, freundlicher, keine Ahnung, sind nicht so menschenscheu. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich merke es ja hier am Laden ganz, ganz extrem. Also wenn man jetzt beispielsweise abends irgendwas macht, sind die Leute so stur. Es sei denn, die sind angetrunken und angeschickert, dann ist das schon wieder alles in Ordnung. Dann sieht die Welt ganz anders aus. Aber ich sag mal, mit den Kindern tagsüber, da fühle ich mich besser aufgehoben, weißt du, wie quasi der Klassenclown hier, weil die machen mit von alleine. Ja, ja. Die machen schon mit von alleine, wenn du jetzt die richtigen Lieder reinspielst. Lass das mal Justin Bieber sein. Was wir gestern hatten. Wie gesagt, die Kinder hier auf dem Hamburger Dom sind leichter zu fangen, sag ich mal, und mit denen rumzueiern, als mit den Erwachsenen abends. Ich weiß nicht warum, ob die sich irgendwie alle unentspannt trinken hier oder was. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist ein ganz schwieriges Volk. Also das merkt man auch. Man kann, egal mit welcher Musikrichtung, man kriegt sie einfach nicht. Ich habe es jetzt versucht mit Ballermann jetzt. Ich habe es versucht mit Pop, mit den Charts, mit Techno, House und ich sag mal, die ganze Bandbreite bin durchgegangen. Die sitzen da drinnen und dann so. Hab doch mal Spaß. Ja, ne? Aber wie gesagt, wenn du denen so ins Gesicht reinguckst und der Gesichtsausdruck, da denkst du dir dann so, tolles Leben. Freut er sich jetzt? Ist er traurig? Ist sein Hamster krank? Irgendwas? Nein, aber die sitzen wirklich da drin mit einer Mimik, wo du dir dann so denkst, so, warum bist du denn überhaupt eingestiegen? Weil die kein Gesichtsausdruck, kein Lächeln, kein gar nichts. Ja. Wenn du die mal ansprichst, so kommen so mal ganz kurz die Augen hoch. So, so. Hat er mich gemeint? Ja, okay, alles klar. Und wieder runter. Also es ist Hamburg ist ein Volk für sich, aber ich sag mal, es ist schön, immer hier zu sein, weil, wie gesagt, ich bin ein Wasserkind, ich komme aus Bremen, ich bin in Friesland groß geworden. Und ja, ich sag mal, wenn ich hier abends meine Ruhe haben will, dann setze ich mich auch mal auf die Landungsbrücken und gucke dann einfach nur dumm ins Leere rein. Es ist ein Ruhepunkt, ne? Ja. Also Hamburg ist an sich eine schöne Stadt und ich muss ganz ehrlich gestehen, teilweise sogar schöner als Bremen. Ja? Man darf es halt nicht sagen. Man darf es nicht sagen, aber Hamburg ist eine sehr schöne Stadt, doch, definitiv. Und ich freue mich dann auch mal hier zu sein. Ja. Ne, sei es jetzt geschäftlich oder halt auch privat, wenn ich mit der Familie hier bin. Man kann hier viel machen. Hamburg bietet einem sehr viel, was Bremen leider nicht hat. Okay. Und deswegen, ich sag mal, ist das hier eine wohlfühlende Stadt. Ich gehe jetzt mit Sascha und das Geschäft sozusagen in die heiligen Hallen. Ja, bin schon sehr gespannt, wie das da aussieht. Na Sascha, wir gehen jetzt hier und das Geschäft, ne? Wenn er will, gehen wir da mal hin. Komm. Dann wollen wir mal kicken. Wie so, meinem Dorf. Vorsicht bitte mit Köpfchen. Jawohl. So, da haben wir dann hier den heiligen Gral. Ja. Bist du der erste Mitarbeiter, der ist auch schon hier unten. Boah, wie viele. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Kabel hier so rumliegen. Wenn man sich das so alles anschaut, ne? Wie viel Technik dahinter steckt. Also ich gucke jetzt nur mal unter der Control-Box, wie viele Kabellage. Also, da also noch. Es sind mindestens vier. Es sind mindestens vier Kabel. Ja. Und ein paar mehr. Und ein paar mehr. Und ein paar mehr. Also ich weiß gar nicht, wie viele Stecker. Wir können gerne mal unterlaufen, dass du einmal schauen kannst. Also ich kann dir sagen, dass hier jetzt diese Box, die jetzt hier ist, dass das eigentlich rein Lichttechnik ist. Ja. Ne? Sei es jetzt hier für die Sterne vorne fürs Flimmerlicht. Ja. Dann hast du hier die Sterninnenseite. Ja. Wo du dann quasi unsere Scheinwerferkörbe, die Farben hast. Hier sind unsere Lichtboxen, also die Lichtkörbe, die wir jetzt hier im Bereich stehen haben. Ja. Bei dem muss ich jetzt passen gerade. Ich glaube, das müsste Dekomitte sein. Ja. Die beiden gehen zur Kasse und ich denke mal zum Wohnwagen. Dann haben wir als nächstes hier, ganz wichtig, damit ich ja auch meine Fahrgäste bespaßen kann, die Soundanlage. Ja. Das ist hier nur ein kleiner Teil. Wahnsinn. Weil der kleine Breakdancer, der große Breakdancer, der besitzt ja nun mal 3, 4, 5 Boxen mehr. Und da geht es nämlich da vorne dann weiter. Da ist auch nochmal eine ganze Batterie. Ja. Wahnsinn. Das ist diese ganze Chose hier. Das sind dann Bassboxen, Monitor-Lautsprecher, was noch? Ja, der Innenbereich mit den restlichen Boxen.
Dann haben wir dort hinten diese beiden dicken blauen. Ja. Die da rechts, die drei. Da sind dann halt diese ganzen Sachen fürs Controlling. Sei es jetzt hier zum Beispiel die Kreuze. Ja. Die dort ihren Strom wegkriegen. Da ist der Hauptstrom für das Herzstück, was hinter uns steht, der Mittelbau. Ja. Also wie gesagt, die ganze hintere Reihe ist eigentlich nur reines Fahrprogramm. Wahnsinn. Ne? Sei es jetzt die Radscheibe, die da von dort aus angesteuert wird, die beiden Motoren kriegen dort ihren Strom. Und das ist halt quasi das ganze Kontrollcenter, weil du hast ja eine Drehstromüberwachung. ja, ich sag mal, damit du halt nicht in die Überdrehzahl fährst, um die Leute halt und auch das Material zu schonen, ja, sind halt sämtliche Überwachungen da drin geschaltet, damit man halt immer TÜV-gerecht fährt und halt, ich sag mal, Gefahren aus dem Weg zu gehen. Ja. Ne? Ja, cool. Was wir hier unten jeden Tag machen, ja, oder beziehungsweise ich für mich jeden zweiten Tag, ist halt, normalerweise lasse ich die Radscheibe laufen in der ruhigen Drehzahl, um halt zu kontrollieren, sind die Blinde noch alle da, sind die Bolzen noch alle drin. Was auch wichtig ist, sind Spannstangen alle fest. Das sind die hier, ja, die das Ganze hier halt alles ein bisschen zusammenhalten. Ja. Damit halt auch die Bleche nicht anfangen zu klappern oder zu vibrieren, wenn man fährt. Weil das ist natürlich für den Kunden oder für den Fahrgast natürlich auch ein unwohles Gefühl, wenn das auf einmal alles anfängt zu vibrieren und klappert. Ne? Ja, aber es ist echt schon Wahnsinn, was da, also es ist ja faszinierend. Und hier unten sieht man ja auch nochmal den Mittelbau, wie mächtig und wie krass der ist. Ne? Der wiegt 65 Tonnen oder wie viel wiegt so ein Ding? Der Mittelbau alleine oder war, allein, also wenn er auf der Straße steht, liegt er um die 42 Tonnen, nur im eingeklappten Zustand. Ich glaube jetzt, wenn ich mich nicht täusche und ich mal die richtige Randinformation, wenn ich mal mit Händen in den Taschen gestanden habe und zugehört habe. Habe ich gerade meine Hände in den Taschen? Ja, siehst du, du hörst ja zu. Ja. Dann, ich glaube, im aufgebauten Zustand, so wie er jetzt hier steht, mit der Radscheibe, mit den zwei Auslegern, die ja bei diesem Laden noch reingeschoben werden, weil es werden ja zwei abgenommen im Straßenbetrieb. Ja. Hat er, glaube ich, seine 65 Tonnen im aufgebauten Zustand. Wahnsinn. Nur diese Scheibe und der Mittelbau. Ja. Ne, deswegen muss man halt auch immer darauf achten, dass diese Unterpallung, dass das alles vernünftig aufgebaut ist, dass die Bretter vernünftig liegen, dass er den richtigen Winkel hat und. Aber dafür haben wir Gott sei Dank unsere Zentriergerüste, die ja alle komplett eingemessen werden. Und so hast du schon mal, ich sag mal, hier 6 Punkte auf jeder Seite, links und rechts. Ja. Wo dann quasi halt alles richtig ausgerichtet wird und damit du halt, ja, ich sag mal, ein vernünftig stehendes Karussell hast. Ne? Ja, ja. Aber es ist schon krass, ne? Also das ist wirklich schon, wie massiv das Ganze ist. Und was ist denn so das Hauptverschleißteil an so einem Breakdance? Kann man das sagen? Für mich auf jeden Fall jetzt, würde ich sagen, das Fett, was wir reinmachen. Ja. Das haben wir auf der Seite, da können wir mal anlaufen. Dann kannst du mal schauen. Hier haben wir die Kugeldrehverbindung. Ja. Die sitzt hier, also quasi auch das Getriebe und das Herzstück. Ja. Ich muss dazu sagen, dass der große Breakdancer nicht so wie die meisten kleinen über zwei Motoren verfügt. Also wir haben zweimal so eine riesen Antriebsmotore. Ja. Einen hier und einen auf der Rückseite. Ja. Was der Kunde natürlich auch nicht weiß, weil die meisten denken immer so, ach ja, ein Motor, der treibt das dann da unten schon an. Ja. Das ist in diesem Fall leider nicht richtig, weil ich sag mal, die 65 Tonnen wollen bewegt werden. Und ich sag mal, wenn wir Gas geben, dann kommt da auch was. Das merkt man auch, habe ich gestern gemerkt. Ja, also wie gesagt, es ist ein brachiales Gerät, das Ding. Ja, ja. Und wie gesagt, deswegen hat er halt auch, ich sag mal, ein paar Kabel mehr als ein kleiner Breakdancer beispielsweise. Ich meine, ich arbeite ja bei beiden bei uns in der Firma. Und ich sehe das dann natürlich schon immer so, wenn wir jetzt abbauen müssen oder aufbauen müssen, denke ich mir dann auch schon, oh, Gott sei Dank bin ich am Kleinladen, weil eigentlich bin ich die Saison immer am Kleinladen gefahren und der zweite Geschäftsführer war dann immer am großen Laden. Okay. Und somit habe ich quasi dieses Jahr, toi toi toi, einmal den Laden hier angefasst zum Abbauen. Und ja, ich sag mal, es ist jetzt nicht unbedingt viel mehr, weil hier ist Gott sei Dank alles mehr mit Kran, die ganzen schweren Teile, bei uns wird halt alles mit Hand gemacht. Ja. Aber wie gesagt, wenn man mich jetzt fragen würde, welcher Laden gefällt dir besser? Wollte ich gerade fragen. Ja, welcher Laden gefällt mir besser? Ich muss ehrlich gestehen, aufgrund des Fahrgeräuschs, weil wir haben leider bei uns am Kleinen ein leises Getriebe bekommen, was ich für mich natürlich und für alle eingesetzten Kirmes-Fans schon angesprochen habe, dass das gar nicht geht, weil er klingt wie so ein Elektro-Caddy, wenn du Gas gibst. Im ersten Moment habe ich gedacht, was ist hier denn los, wo ich Gas gegeben habe? Ist der kaputt oder was? Ja, haben wir jetzt irgendwie ein anderes Getriebe? Ja. Ja, haben wir. Wir haben ein geräuscharmes Getriebe bekommen, was es auch gibt, das wusste ich bis dato auch nicht. Gut, ich sage mal so, von den Gondeln her finde ich ihn hier schöner. Ja. Von der Deko-Mitte her finde ich ihn hier auch schöner. Ja.
Ne, weil er hat halt diesen riesen Diamanten in der Mitte. Dann das Fahrgeräusch ist ja für jeder Hus-Chemis-Freak ist das Know-how überhaupt. Ja, und ich sag mal, von der Technik her begeistert bin ich aber von unserem kleinen Laden. Ne? Ja. Also sei es vom Licht her, finde ich unseren, weil wir haben ja nicht wie dieser Laden hier diese Spiegelfolien drin, ja, was man ja vorhin alles schon gesehen hat, als wir oben waren. Ja. Ja, finde ich jetzt mit den Folien, die wir jetzt hier drin haben, nicht so schön. Da finde ich unsere Dikrogläser, also diese Spiegelgläser, die wir am kleinen Laden haben, die bringen einfach besseres Licht drüber. Die Atmosphäre ist schöner. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von Fahrprogramm her finde ich ihn hier schöner. Also von der Fahrt an sich selber. Ja. Weil er ist schön sachte, er ist familiär, er ist ruhig, der Laden, wenn man damit fährt. Ja. Er ist zwar flink und auch schnell, aber für mich ist er, für meines Erachtens nach, ich habe ja nun mal beide fahren dürfen schon, ja, in meinen Jahren, finde ich ihn hier vom Fahrgefühl her angenehmer als den kleinen, weil durch diese Radscheibengröße ist natürlich eine ganz andere Fliehkraft als bei uns am Laden. Er fährt geschmeidiger. Er ist sachter, ja, auf jeden Fall. Also im Gegensatz zu den kleinen Breakdance-Bauvarianten, die sind ruckartig, weil die Fahrbahn natürlich kleiner ist. Er hat nicht so viel Schwung, wo er hin kann. Ja. Und du wirst natürlich gleich wieder zurückgerissen. Also für Action-Freaks ist auf jeden Fall die Nummer 1. Das Original ist natürlich dann schon angenehmer, aber ich sag mal, für Familien kann man sagen, setzt euch ruhig in den großen Laden rein. Ja. Auch wenn er brachialer aussieht, er ist es nicht. Das Hauptverschleißteil kann man jetzt wahrscheinlich, hast ja gesagt, ist so das Fett, also es muss ja wirklich alles abgefettet werden. Also es muss definitiv abgefettet werden. Ja. Da haben wir hier dieses Schwarzfett, was hier reinkommt. Ja. Das ist hier im Eimer schon drin. Ja. Das wird dünn aufgetragen aufs Ritzel. Ja. Damit halt, wie gesagt, weil dort ist ja ein Getriebe, was man sehen kann. Ja. Und auf der anderen Seite befindet sich das gleiche nochmal, das sehen wir jetzt von hier aus nicht, es sei denn, du stehst hier, ja, dann siehst du das auf der anderen Seite. Da kann man dann auch sehen, dass da nochmal so ein Riesenklotz am Motor hängt. Ah ja, da sehen wir ihn. Genau, und ja, wie gesagt, es ist halt ganz wichtig, um das Karussell auch zu schonen und ja, ich sag mal, zu fliegen, dass da halt Fett reinkommt in diese ganze Geschichte. Mhm. Das machen wir unten und oben an alle 6 Kreuze muss es auch gemacht werden. Da haben wir ja vorhin schon einmal kurzzeitig reingeleuchtet. Ja. Ja, das sind halt Punkte, die wichtig sind. Weiter, weiter! Come on!
was ist das nächste Verschleißteil? Also es kommt immer mal wieder vor, dass auf einmal ein Kreuz anhält oder beziehungsweise in die Störung geht. Da haben wir dann dort hier unter, ja. Wenn man jetzt mal von hier schaut, ist ja auch ein Herzstück. Das ist die Lüftung für den Motor, der hier drüber sitzt. Ja. Der verbindet sich mit dem Getriebe, das kann man jetzt leider nicht erkennen, weil es ein bisschen weiter oben sitzt. Ja. Und geht dann halt auf die Kugel-D-Verbindung, wo wir dann oben gerade das Zahnrad noch gesehen haben. Ja. Um diese Kreuze halt zu drehen. Da kommt es dann auch hin und wieder mal vor, dass die Kollektoren uns die Kohle wegfressen und wir halt Kohle tauschen müssen. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich jetzt in den großen Laden, ich habe ihn in Bremen und in Hamburg gefahren, ja. Ist es bis jetzt noch nicht passiert, dass wir jetzt einmal hier Kohle wechseln mussten. Kannst du anlassen, die Steuerung? Auf jeden Fall ist es dort dann schon vorgekommen, beim Kleinen, dass wir das da schon mal hatten, dass ich jetzt in der Saison mehrmals wechseln musste, weil wir vor anderthalb Jahren alle Motoren neu gekriegt haben und irgendwann sind die auf. Es ist ein Verschleißteil. Ja. Es ist jetzt nicht, dass man jetzt Angst haben muss, da einzusteigen, aber es ist nun mal ein Verschleißteil von dem Laden, was mit der Zeit auf ist. Das ist wie beim Auto mit der Bremse, so ist es bei uns mit den Kollektoren durch das Aufliegen von der Kohle, die das dann abfrisst. Ne? Ja, wollte ich gerade sagen, ist wie beim Auto, ne? Es ist ein einfaches Verschleißteil. Also das ist, würde ich jetzt sagen, für mich meines Erachtens nach dem Fett, dass das nächste Verschleißteile wäre dann die Kohle, ja, an den Motoren. Und was aber jetzt, sage ich mal, nicht irgendwie jetzt gefährlich würde für den Fahrbetrieb oder sowas, weil das Kreuz hält einfach an. Ja. Es bleibt stehen, es hält an und hört auf zu drehen. Okay. Und rollt dann aus quasi, wenn er in die Störung gehen würde beispielsweise, weil keine Kohle mehr da ist oder wie auch immer. Und dann, wenn jetzt ein Kreuz so kaputt geht, dann wie die Ersatzteile, dann ruft man bei Hus an und sagt, pass auf, ich brauche für den Breakdancer 2 ein neues Kreuz oder wie? Nein, sowas haben wir alle schon vorrätig liegen. Ah. Meistens, also ist immer geil, wenn mich jemand fragt, hast du Kohle, dann sage ich, ja klar. Also es ist sicher, habe ich Kohle. Ne? Ganze Tüte voll und dann gucken die auch meistens schon immer ganz verwirrt. Ja. Nein, also wir haben sowas natürlich immer vorrätig liegen, dass, ja, wenn solche Fälle da sind, dass wir halt auch immer gleich agieren können. Ja. Und die Jungs, sag ich mal, ja, ich will jetzt nicht sagen, sind geschult, aber die haben das halt auch gelernt, dass man das wie beim Pitstop bei der Formel 1 halt zügig abbauen kann. Ja. Ne? Also wird halt, wie gesagt, der Lüfter runtergenommen. Ja. Dann hat man halt hier eine Klappe vorsitzen, ja, wo man dann direkt an die Kohle rankommt da drinne. Und dann wird die auch nur mit zwei Schrauben gelöst. Ja. Beziehungsweise eine Schraube ist es nur, man löst sie dann, macht die neue Kohle rein, die kann ich dir gleich gerne oben mal zeigen, ja, dass man mal so ein Bild hat, ja, wie sieht sowas aus. Gerne, ja. Und wird die dann halt einfach wieder reingeschraubt, macht die wieder drauf. Man sollte aber im Regel immer schon alle vier Kohlen tauschen. Es sind vier, ja, Kohlen, die da reingehören, ja, pro Motor. Und davon haben wir ja sechs Stück hier drunter hängen, zumindest für die Kreuze. Ja. Und man sollte dann schon, wenn jetzt mal so ein Problem auftaucht, alle vier Kohlen tauschen. Alle vier. Also es ist ganz wichtig, dass auf jedem Punkt die gleiche Kohle aufliegt. Was wiegt so ein Ding? Was, wenn man das jetzt runternimmt, das kannst du wahrscheinlich nicht alleine, da müssen zwei, drei Mann anpacken, ne? Oder? Also wir haben dieses Jahr einen Motor wechseln müssen. Ja. Bei uns am kleinen Laden und wir haben oben mit drei Mann ein Spanngurt festgehalten. Weil die wiegen doch schon was. Ja, also ich habe mich selber erschrocken, weil ich selber, wie gesagt, ich bin nicht so oft in der Montage oder Demontage dabei. Ja. Weil, wie gesagt, mein Beruf ist ja eigentlich oben. Ich springe halt ein, wenn Not am Mann ist. Mhm. Aber ich kann ganz ehrlich sagen, dass so ein Motor nicht ohne ist. Also wir haben bei uns zum Beispiel jetzt das Getriebe austauschen müssen am Kleinladen, was ich ja gerade gesagt habe. Ja. Und das mussten wir anheben, da haben wir mit fünf Mann dran gehangen. Alter, fünf Mann? Ja, ich weiß nicht, was es wiegt, also, aber es ist nicht ohne. Wir haben, ja, wir haben sechs Leute gebraucht, um das bei uns, Alter, in unser Transportfahrzeug reinzukriegen, um das wegzufahren. Wahnsinn, ja, ey. Und wenn jetzt mal, wenn man nicht welche auf Lager hat, also Hust, die bauen ja noch diese Ersatzteile alles, ne? Ja, aber wir haben bei uns in der Regel immer alles auf der Halle. Ja. Oder halt, wir haben auch hier bei uns im Packwagen noch Ersatzmotoren liegen, falls mal sowas ist. Wenn jetzt zum Beispiel einer ausgetauscht wird, sagen wir jetzt mal, es passiert heute was, toi toi toi. Toi toi toi. Mäuschen, ja, dass du heute weiterläufst. Ja. Haben wir, wie gesagt, im Packwagen welche liegen.
Ja. Die werden ausgetauscht. Der Motor würde dann sofort zu einer Firma nach Bremen kommen. Ja. Es ist jetzt nicht Husti für uns dann repariert, sondern wir haben unsere Firmen, wo wir das abgeben. Und die bereiten die Motoren dann wieder auf. Also es ist nicht so, dass wir jetzt einen komplett neuen Motor bestellen, sondern die werden einfach wieder aufbereitet. Aufbereitet, ne? Ja, ja. Also es ist, ja. Ich sag mal, wir haben eine Elektrofirma, die das für uns alles instand setzt und sowas. Ja. Und die kümmern sich dann auch darum. Ja. Hm. Ja, so ist es auch, ist ja auch an sich umweltfreundlicher, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Ja, klar. Als wenn ich jetzt einen kompletten neuen Motor, also ihr arbeitet auch Ressourcen schon, ne? Das finde ich cool. Das finde ich cool. Ja, müssen wir. Ja, es ist, aber es macht ja nicht jeder, weißt du? Aber das finde ich echt cool. Ich war ja zuletzt 2000 mit an dieser Stelle schon groß an Richard Weber. Mit Richie, Richie, ja. War ich ja zuletzt 2003 hier unten. Das war auch auf dem Hamburger Winterdom. Lange ist es her. Habt ihr in der Saison 2016 irgendwas erneut oder irgendeine Neuheit, was ihr geändert habt? Sei es jetzt Deko oder irgendwas? Was heißt geändert? Also ich sag mal von 2000, wann war es jetzt? 9? 2003. 2003. Ja, 2009, das wäre ein bisschen früh dran. Nein, seit 2003 können wir gerne nochmal hochkommen, damit ja. Wir mal einen Blick von vorne haben. Ja, ja, gerade ist Felix dazu gekommen. Moin, Felix, moin. Moin. Felix, stell dich mal kurz vor. Ja, moin, ich bin Felix Vespermann, ich bin 21 Jahre alt und ich bin quasi hier der Juniorchef, der das Ganze irgendwann übernehmen wird. Ja, und die Frau Dreher ist deine Oma, ne? Genau, das ist richtig so. Ja, cool, die habe ich gestern getroffen. ich hatte mal eine Frage und zwar dieses Jahr, was habt ihr in der Saison 2016 neu gemacht an deinem Fahrgeschäft? Ja, also es sind mehrere Sachen, die neu gekommen sind. Ganz markant sind natürlich die Moving Heads, sprich die Scheinwerfer, die oben auf den Scheinwerferkörben noch drauf sind. Ja. Die sind natürlich lichttechnisch nochmal ein ganzer Sprung nach vorne. Ja. Ja. Auf jeden Fall immer wieder ein Hingucker. Kann man abends, sieht man natürlich am besten, wie es aussieht. Ja. Und natürlich sind die Gondeln komplett überarbeitet worden. Die Lackierung ist neu. Ja. Und ja, das ist so das große Ganze, was 2016 neu gemacht wurde. Wahnsinn. Beziehungsweise aktualisiert wurde. Ich finde das ja mit diesem Display hinten so geil. Wir können ja da mal hingehen. Ja, klar. Ne, gehen wir da mal hin. Wie kamst du auf die Idee oder wie kamt ihr auf die Idee mit dem Display oder überhaupt das Design mit den neuen Gondeln? Wie kommt man auf sowas? Ja, also das Design mit den neuen Gondeln, das war ja vorher quasi diese ganz eckige Haube und da haben wir dann irgendwann gesagt, da muss was Neues her, was Schnittigeres, was vielleicht auch ein bisschen besser, aktueller und neuer aussieht. Ja. Und jetzt da sind wir quasi dann auf diese SL-Hauben gekommen, beziehungsweise auf diese typische Mercedes-Haube. Ja. Und geil. Ja. Einfach nur geil. Und wer hat das gemacht? Welche Firma? Wer macht sowas? Die Hauben oder die LED-Tafeln? Alles. Ja, also okay, dann fange ich mal vorne an. Die Lackierung und die Hauben hat quasi die Firma Prizibilla in Bochum übernommen. Ja. Die machen quasi Lackierarbeiten und auch so kleine, wie nennt man das? Quasi diese Arbeiten aus diesen Kunststoffmaterialien. Ja, ja. So, und die LED-Tafeln hinten, die sind von Eberhard gekommen. Das ist eine Firma aus Munster. Aus Munster? Genau. Ah, okay. Der hat das quasi gemacht, ja. Ja. Und dann sagt ihr, wir hätten gerne neue Gondeln, mit dem die, habt ihr das auch selber vom Design her gemacht? Oder sagt ihr, schlagt uns irgendwas vor und dann sagen wir, ja, ist gut. Nein, wir äußern schon unsere Wünsche, wie wir es haben wollen, weil letzten Endes brauchen wir auch für das ganze Fahrgeschäft ein stimmiges Bild. Wir können ja nicht einfach sagen, macht irgendwas und dann kriegen wir hier irgendwas, was gar nicht zum Geschäft passt. Das ist ja. Also es ist schon ein ganz klares Konzept, was wir verfolgen wollen. Ja. Und wie gesagt, und dann bleibt natürlich dem Lackierer eine bestimmte Freiheit, aber wir haben natürlich unsere Vorstellungen, die erfüllt werden müssen. Krass. Und wie lange dauert das? Also gut, wahrscheinlich in der Wintersaison macht ihr das wahrscheinlich, ne? Genau, also die Lackierarbeiten haben quasi die ganze Wintersaison in Anspruch genommen, sprich nach dem Hamburger Dom sind die alle weggegangen, die Gondeln, und dann sind die zur Osterwiese wiedergekommen. Ja. Also das sind schon 2 bis 3 Monate, die da ins Land gehen. Boah, 2 bis 3 Monate? Wahnsinn. Ja, das sind auch eine Ecke Gondeln, die da lackiert das werden. Das stimmt allerdings, ja. Wie viele haben wir jetzt hier? 48 kann das. Nee, 48 Sitzplätze sind es. 24 Gondeln insgesamt. Habe ich natürlich extra. Aber nein, klar, du warst nah dran an der Sache. Ja. Ist ja krass. Ich hatte Sascha auch schon gefragt. Ja. Was fasziniert dich persönlich an einem Breakdance? Was fasziniert mich persönlich an einem Breakdance? Natürlich ist es immer so die Sache, wo man groß wird. Ne? Ja. Jemand, der an der Achterbahn groß wird, sagt, Achterbahn ist für mich das Nonplusultra. Jemand, der sagt, der ist im Imbissbetrieb groß geworden, sagt, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ja. Und Breakdancer, das ist halt so eine besondere Bindung, weil wir natürlich auch die Familie sind, die damit angefangen haben. Wir haben es als erstes gehabt.
Genau, erzähl und mal. Ich bin daran groß geworden und das ist halt, dass man sagt, ich mache das für mein ganzes Leben lang. Ja. Und ich kann mir jetzt auch im Moment nichts anderes vorstellen, als einen Breakdancer zu machen. Wie hat das angefangen mit dem Breakdance? Wie habt ihr, weil ihr wart ja wirklich die Ersten, die einen Breakdance, ihr wart ja auch an der Konzeption beteiligt, ne? Genau, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ja, erzähl. Irgendwann, also meine Oma hatte natürlich auch schon andere Fahrgeschäfte, bevor dieser Breakdancer kam. Das waren viele Autoscooter, eine Schlittenfahrt und Musikexpresse natürlich. Ja. Und und dann wurde irgendwann vorgeschlagen, es sollen Breakdancer auf den Markt kommen. Ja. Und das war auch so die Zeit, wo quasi diese Hip-Hop-Bewegung aus den USA rübergeschwappt ist. Und da hat meine Oma gesagt, alles klar, das Thema ist was Neues. Ja. Und das gehen wir mal ein Risiko ein, das probieren wir mal aus. Ja. So, und dann ist der Breakdancer natürlich gekommen. Ja. Und dann hat meine Oma nach einer Saison auch gesagt, oh, alles klar, das Ganze wollen wir nochmal in groß haben. Ja. Das Große ist das, wo wir ja hier quasi drauf stehen. Wahnsinn. Und da haben aber auch viele Ingenieure gesagt, Frau Dreher, das ist größenwahnsinnig, das können wir nicht konstruieren. Ja. Bis dann irgendwer gesagt hat, alles klar, das rechne ich durch, ich guck mal, ob das zu machen ist. Und der Letzte hat wirklich dann gesagt, hier Frau Dreher, das Baubuch kann ich Ihnen schreiben. Ja. Und so ist es dann gekommen, dann ist der Auftrag gekommen. Ja. Und dann ist der große Breakdancer entstanden. Sie werden jetzt über 30 Jahre alt, ja, die Geschäfte. Ja, das wollte ich mir, das sieht man nicht, dass sie schon im Grunde genommen so viele Jahre hinter sich haben, weil es wird ja auch alles wirklich top gepflegt. Und ja, das ist auch natürlich ein großer Anspruch, den wir immer haben. Die Geschäfte dürfen nicht, also man darf das Alter nicht ansehen. Die müssen jedes Jahr wie neu aussehen, aber deshalb in regelmäßigen Abständen werden die Gondeln lackiert. Ja. Es wird neues Licht installiert und es ist halt immer, dass wir sagen, es muss neu, was Neues ran, ne? Ja, ja. Hast du einen Lieblingskirmesplatz, wo du sagst, oh Mensch, wenn ich da hinkomme immer, das ist immer, macht immer richtig Spaß? Ah, es ist natürlich, ich sag mal so, als Heimatveranstaltung ist der Bremer Freimarkt und die Osterwiese natürlich immer was Schönes, weil das ein bisschen wie nach Hause kommen ist. Mhm. Aber so pauschal eine Lieblingsveranstaltung habe ich nicht, weil auf jeder Veranstaltung gibt man sich Mühe. Jede Veranstaltung hat irgendwie seinen eigenen Charakter, dass man sagt, das ist ein ganz eigener Flair und deshalb würde ich sagen, ist in Deutschland Kirmes eigentlich überall schön. Ja, ne? Ja. Fährst du auch selber doch so gerne so Breakdance, überhaupt so Karussells oder sagst du, oh nee, da wird mir schlecht, wie jetzt meine Wenigkeit? Nein, natürlich sind Sascha und ich die beiden größten Kirmes-Fans und wir fahren natürlich regelmäßig auch noch jedes Fahrgeschäft. Ohne Ende, ne? Und ich kann auch nur jeden empfehlen, mal wieder mal eine Kirmes zu besuchen. Ja, definitiv. Schaut auf jeden Fall vorbei. Es macht richtig Spaß. Ich bin ja gestern schon mit Sascha, hätte ich was gesagt? Mit Sascha gefahren. Das war der Hammer. Also, das ist echt krass. Und jetzt würde mich auch mal interessieren, Sascha, vielleicht stellst du dich dazu. Bitte. Was war bisher euer positivstes Erlebnis mit Kirmes-Fans? Wo ihr sagt, Mensch, das fand ich toll von denen, das war eine tolle Idee. Da muss ich aber mal kurz überlegen. Da gibt es so viele schöne Sachen. Ja. Also ich weiß natürlich, einen Fan habe ich ganz besonders in Erinnerung, den kennt Sascha auch bestimmt auch. Ja. Der kommt jedes Jahr aus Münster angereist. Ich meine, der studiert da irgendwie Chemie oder irgendwas. Ach, unser Daniel. Und, genau, unser Daniel. Und der kommt immer mit derselben Sonnenbrille und mit denselben Biker-Handschuhen. Ja. Und der folgt uns wirklich auf jede Veranstaltung. Ja. Sei es nach Aachen, was wirklich weit weg ist, sei es nach Hamburg, nach Bremen oder wo wir sonst sind. Den sieht man einfach überall, egal wie groß, wie klein die Veranstaltung ist, egal bei welchem Wetter. Krass. Das ist wirklich. Das ist der treueste Fahrer, den wir haben. Definitiv. Daniel, ja. Wahnsinn. Also er ist mittlerweile auch schon so, ich sag mal, bei uns im Inventar mit eingeplant, also wenn wir irgendwo hinfahren. Ja. Er ist auch quasi mehr oder minder der einzige Gast, sag ich mal, das eigentlich verboten ist, in den Fahrstand reinzugehen, der aber wirklich reinkommt und gibt dann auch die Hand. Na, also ich freue mich auch, wenn er schon auf den Laden kommt. Ne? Ja. Also wir haben natürlich auch viele tolle andere Fans, wo denn, also ich hatte letztes Jahr zwei Kinder, die haben eine Gondel aus Lego nachgebaut. Andere machen dann aus Aluminium, bauen die kleine Gondeln nach, malen Bilder, die uns zuschicken. Ja. Und das sind auch viele tolle Leute, aber Daniel ist natürlich einer, der uns für immer und ewig im Gedächtnis bleibt. Also schönen Gruß an Daniel an dieser Stelle, ne, wenn er das Video sieht. Und was war so eure es gibt ja auch immer so mal negative Aspekte gegenüber Kirmes-Fans, wo man dann sagt, oh Mensch, Kinders, das ändert mal oder dieses Verhalten sollte man vielleicht mal überdenken, weil das möchte ich auch in einem Video immer so ein bisschen mitgeben. Gibt es auch negative Erlebnisse, die ihr hattet oder was stört euch manchmal? Ach, eigentlich so große Sachen, die einen stören, gibt's nicht. Gibt's nicht? Nee, das ist immer, also man, nee,
Das sind Kleinigkeiten, das ist eigentlich, wenn Leute sich freuen, hierher zu kommen und mit einem Strahlen auf den Platz kommen, dann finde ich, gibt es da eigentlich gar nichts dran auszusetzen. Jeder hat eine Leidenschaft und wenn diese Leute eine Leidenschaft für Kirmes entwickeln, dann ist das eigentlich eine ganz große Sache. Oder wenn die Leute ankommen und sagen, ich hätte gerne Helene Fischer, das ist ein Negativ. Das geht gar nicht. Oder Justin Bieber, ne? Ja, das hatten wir gestern Abend, Justin. Ich war vor 2 Tagen auf dem Konzert, ich hätte gerne Justin Bieber. Ja, bitte, klar, machen wir. Cool. Krass. Und Felix, habt ihr schon für das nächste Jahr irgendwas geplant, was du uns preisgeben kannst? Irgendeine Neuerung oder wo du denkst, na, das wird vielleicht noch überarbeitet oder das planen wir? Also eine ganz große Neuerung ist natürlich, dass alle 40 Ausleger wieder neu gemacht werden. Boah, das cool. ist natürlich eine technische Umsetzung, die der Fahrgast nicht so mitbekommt, wie jetzt zum Beispiel ein neuer Scheinwerfer oder neue Licht, ne? Neues Licht, so rum. Mhm. Also das wird, wie gesagt, die Sicherheit wird nochmal, die Sicherheit wird nochmal vollkommen überarbeitet, dass wir nächstes Jahr wieder auf einem noch höheren Niveau das machen können, was wir das ganze Jahr über machen. Man steigert sich ja auch immer wieder, ne? Habt ihr denn auch sowas geplant, noch zusätzlich ein Geschäft zu erwerben? Oder sagst du, boah, die Zeiten sind schwierig, oder? Es liegt gar nicht daran, dass man sagt, die Zeiten sind schwierig. Mhm. Wir glauben einfach nur, dass wir mit 2 Breakdancern gut ausgelastet sind. Ja. Und umso mehrere Baustellen man anfängt, umso schwerer wird es, alles gut zu betreiben. Ja. Wir machen Breakdancer, wir wollen bei Breakdancer bleiben, wir wollen Breakdancer top betreiben. Ja, das macht ihr auch. Und Dankeschön. Doch, das macht's, will ich sagen, weil ihr seid ja da auch wirkliche Experten. Und also an dieser Stelle kann ich auch nochmal sagen, großes Lob. Ich war ja zuletzt hier 2003, auch mit dem Richard Weber, da hat er so eine Backstage-Führung mal gemacht. Sehr cool gewesen. Verlinke ich euch das Video auch mal unten oben in der Beschreibung. Oben im Video, so. Sehr cool und es macht immer wieder Spaß, hier mitzufahren. Hier wird man nett behandelt, hier sind alle freundlich, es macht Spaß, ihr macht jeden Spaß mit. Also es ist wirklich cool und es macht einfach Spaß. Genau, und das ist halt unser Anspruch, dass wir auch wirklich sagen, wir wollen Top-Qualität halten und wir wollen uns auch immer wieder ausbauen. Und deshalb glauben wir einfach, dass wir in dem Jargon bleiben sollten, wo wir auch angesiedelt sind. Und das ist Breakdancer. Und was fasziniert dich so am Schaustellerleben? Ja, das ist immer schwer zu sagen. Man ist natürlich so groß geworden und man kennt nichts anderes. Ich habe auch natürlich das jetzt probiert, ich habe ja mein Abitur vor 2 Jahren abgeschlossen. Ja. Und ich habe auch versucht, ich sag mal, in der freien Wirtschaft was zu machen. Ja. Bloß es ist natürlich auch schon eine ganz andere Mentalität, wie wir unter uns sind und wie es denn woanders läuft. Hier ist die Praxis richtig, ne? Genau. Also hier ist nicht viel Zettelkram, sondern richtig Praxis. Naja, Zettelkram ist auch viel. Zettelkram ist auch viel dabei, aber ich bin absolut kein 9-to-5-Mensch. Sprich, der sagt, er steht morgens auf, geht zu seiner Arbeitsstelle, hat abends Feierabend, macht dann noch seine Freizeit. Ja. Und dafür bin ich nicht geboren. Nee. Also ich bin schon ganz klar. Sascha, du auch nicht, ne? Jein. Ja. Also ich bin ja zweierlei groß geworden. Ich habe jetzt so das Leben bei der Familie Dreher-Westermann kennengelernt. Ja. Habe natürlich auch mein privates Leben vorher gehabt. Ja. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich es jetzt nicht mehr habe. Nein. Klar, ich habe meine Familie, ich habe Frau, ich habe 2 Kinder. Also ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Ja. Ich habe beide Leben kennengelernt. Und ich kann für beides eigentlich sprechen und sagen, es macht mir hier viel Spaß, gar keine Frage. Also deswegen mache ich es ja auch. Mhm. Ich habe viel mitgenommen, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Also viel gelernt hier in der Firma. Ja. Sei es privat, sei es geschäftlich. Also ich habe viel mitgenommen durch meine Chefetage. Ja. Aber ich sage mal so, wenn ich jetzt einen monotonen Job habe, wie wo ich jetzt vorher gewesen bin in meiner Lagerlogistik, dann muss man dazu sagen, es ist wie der Vespermann schon sagt, 9-to-5. Ich gehe morgens raus, komme abends wieder, sitze zu Hause oder gehe dann halt mal mit Freunden weg oder man macht halt was mit der Familie. Und hier ist halt immer Abwechslung. Also ich habe nicht jeden Tag meine gleichen Mitarbeiter vor der Nase. Ja gut, abgesehen von unseren, aber ich sag mal, unsere Kundschaft wechselt ja minütlich, sag ich mal. Es ist immer wieder was anderes. Man hat immer wieder andere Orte um sich, man ist immer wieder an einem neuen Punkt, wo man, wie gesagt, hier in Hamburg zum Beispiel schöne Ecken findet oder halt andere Leute halt auch kennenlernt. Das ist ein Punkt, wo man sich sagen kann, das ist schön. Ja.
Ja, aber ich sag mal, ich kann jetzt nichts beides schlecht heißen, sag ich mal. Das wäre nicht gerechtfertigt, weil es macht beides Spaß. Aber hier ist natürlich das gewisse Know-how. Es ist bunt, Jubel, Trubel, Heiterkeit, es ist alles da. Ja. Und für jeden eigentlich, was man so, ich sag mal, an Emotionen braucht, kann man hier mitnehmen. Cool. Und jetzt, Felix, hast du ein Lieblingsfahrgeschäft, wo du sagst, also jetzt außer euers natürlich, das mal außen vor, außer jetzt mal ein Breakdance, gibt es ein Fahrgeschäft, ob jetzt auf der Kirmes oder auf dem Freizeitpark, wo du wirklich immer wieder gerne fährst? Ach, eigentlich finde ich, sind fast alle Fahrgeschäfte, also alle Fahrgeschäfte haben ihre Einzigartigkeit, ne? Ja. Ganz klar, Breakdance ist mein ganz klarer Favorit dabei, das will ich nicht abstreiten. Und ansonsten, jeder gibt sich Mühe und in Deutschland macht es wirklich jeder gut. Ja. Ich habe ja auch erfahren, dass die Kirmes, also so die Kirmesfahrgeschäfte eigentlich weltweit die Nummer 1 sind, ne? So die Mercedes-Klasse. Wenn man jetzt mal USA anschaut. Na klar, Deutschland ist ganz klar von der Betreibung her und auch von den Sicherheitsstandards sind wir mit Abstand am besten drauf. Selbst im europäischen Raum, wo man denkt, da müssten die Standards doch eigentlich gleich sein. Nein, Deutschland legt noch eine Schippe drauf. Ja. Also die Angst, in ein deutsches Fahrgeschäft einzusteigen, ist nahezu unberechtigt. Es ist gefährlicher, in ein Auto zu steigen, kann ich dazu sagen. Es ist auch gefährlicher, auf dem Bürgersteig zu laufen. Ja, das kann also, man auch mal hinterlegen. Und ich weiß es, weil es, ich kriege ab und zu mal Nachrichten von Leuten aus USA oder aus dem Amiland, die gucken sich besonders nicht so die Freizeitpark-Videos an, die haben die ja drüben massig, aber eher so die Kirmes-Fahrgeschäfte, weil die wirklich super gepflegt sind, beleuchtet sind, volle Pulle fahren, und dann sind die immer ganz begeistert davon. Ja. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, woher liegt das denn? Ne? Und dann habe ich das mal ein bisschen recherchiert, und das ist tatsächlich so, wie du schon sagtest, dass die deutschen Kirmesbetreiber die Nummer 1 sind. Ja, ne? Absolut. Und was ist dein, Sascha, wollte ich auch noch fragen, hast du ein Lieblingsfahrgeschäft? Ja, Breakdancer. kurzum. Nein, also ich sag mal, was heißt Lieblingsfahrgeschäft? Gibt es eigentlich in dem Sinne gar nicht. Klar, für mich ist, wie schon gesagt, der Breakdancer die klare Nummer 1, aber auch ich muss mich da beim Felix oder anschließen, wo ich dann sage, dass das, ja, jeder gibt sich Mühe auf dem Platz, jedes Geschäft, ich sag mal hier zum Beispiel auf dem Hamburger Dom, ist eine Augenweide. Für mich ganz klar, neben unserem Breakdancer ist die Familie Kaiser hier vorne mit dem Predator, ist ein sehr schönes Geschäft, wo bei mir dann aber auch schon wieder die Schmerzgrenze erreicht ist. Also ich bin schon mitgefahren, aber einmal reicht dann auch in 4 Wochen. Es ist ein Actiongeschäft, das macht Spaß und ich sag mal, das sind für mich so die Geräte, wenn die richtig verarbeitet werden, sei es mit Musik, Licht oder auch unserem Sprechgesang, was das rekommandieren, wenn es richtig gemacht und verarbeitet wird, ist eigentlich jedes Geschäft top. Ja. Also nach unserem Breakdancer zähle ich dann aber den Predator. Bin ich ganz ehrlich. Da freut sich die Familie Kaiser, die habe ich gestern auch noch kennengelernt. An dieser Stelle auch nochmal schönen Gruß, sehr sympathisch, sehr nett. Und Felix, wenn du mal Urlaub machst, jeder Mensch braucht ja mal Urlaub, wann ist das und hast du ein Lieblingsurlaubsreiseziel, also wo du unbedingt noch mal gerne hin möchtest? Tja, da habe ich mir keine Gedanken. Nach Hause. Nach Hause. Auf jeden Fall nach Hause, nach Bremen. Das nach ist mein Lieblingsurlaubsziel. Ja, ne? Hast du deine Ruhe, ne? Ja, wenn die Saison zu Ende ist. Freust du dich denn auch schon, wo jetzt so langsam, dass es ein bisschen dem Ende neigt? Ach was, das ist... das ist gar nicht so. Ja. Das ist mein Traumberuf hier, das mache ich gerne und da habe ich auch gar keine Probleme mit, das zu sagen. Ja. Und selbst wenn wir jetzt sagen würden, nach dem Hamburger Dom würde was kommen und danach würde was kommen und dann würde wieder die Osterwiese anfangen, das wäre für mich absolut gar kein Problem. Ja. Also wir freuen uns auch schon wieder auf die neue Saison, keine Frage. Da wird man wahrscheinlich schon ein bisschen hibbelig schon, ne? Wenn du 1, 2, 3 Monate zu Hause bist. Wir haben ja gut zu tun im Winter. Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja auch nicht was vor, wie wir gerade gehört haben. Ja, ne? Also auf jeden Fall. Uns wird nicht langweilig diesen Winter. Das glaube ich. Aber gibt es kein Reiseziel, wo du sagst, so, weiß ich nicht, USA, Frankreich oder wo du mal gerne hin möchtest? Was will ich gerne noch sehen? Südafrika. Das würde ich noch gerne sehen. Ja, Kapstadt. Ah, Kapstadt. Und Sascha, hast du ein Lieblingsreiseziel nochmal, wo du gerne hin möchtest, was du dir angucken möchtest? Was ich mir gerne angucken möchte. Freizeitpark. Also ich sag mal, Freizeitparks. Den Freimarkt. Den Freimarkt zum Beispiel. Mal von außen. Nein, was heißt Urlaubsziel? Also für mich, wo ich gerne nochmal hin möchte, was natürlich auch sehr kostspielig ist, ist Karibik. Ja. Also sowas irgendwo in die Karibik rein, weil das habe ich selbst noch nicht gesehen. Ja. Weil man hat zwar schon mal hier einen Nordseeurlaub gemacht, da waren wir mal in London oder
ja, man hat schon ein bisschen was gesehen, aber ich sag mal, mein Ziel oder Traum wäre es einmal in die Karibik. Sei es irgendwie jetzt mit dem Schiff oder halt wirklich da irgendwo einen festen Punkt zu haben. Ja. Das wäre schon was. Ja, cool. Gucken Sascha und ich uns nächstes Jahr einfach die amerikanischen Freizeitparks an. Ja! Sind wir wenigstens beim Thema geblieben. Ja, da komme ich mit. Ja, alles klar. Dann begleite ich euch mit der Kamera. Alles klar, ja. dann haben wir schon mal eine Verabredung. Dann machen wir einen Vlog. So, jetzt zeigt uns der Sascha nochmal die Control Box. Das sind ja wahnsinnig viele Knöpfe. 1.125,7 Millionen. Wahnsinn. Also, um es kurz abzustrecken oder abzusteigen, wie auch immer. Kannst du euch lang machen. Kann ich auch lang machen. Ja, logisch. Ja, dann haben wir hier zum Beispiel die Gruppe für die zweiten Scheinwerfer. Nein, Quatsch, da kommen wir, das dauert zu lange. Also ich kann euch sagen, dass hier dieses Quadrat, was hier ist, das alles rein lichttechnisch hier ist. Hm. Wobei, Punkt, hier ist die Gondelbremse mit eingebaut. Also das ist das einzige technische Stück hier. Ja. Ansonsten haben wir hier auf der linken in dem Quadrat, nee, nicht Quadrat, das ist das Rechteck. Mhm. In dem Rechteck, wenn man es jetzt so betrachtet, haben wir hier das Fahrprogramm, womit ich die Radscheibe steuern kann oder halt die Kreisel oder für euch Kreuze bedienen kann. Ja, ich kann es einmal kurz anmachen, dann kann man auch mal die Funktion sehen. Ja. So jetzt der Laden halt scharf geschaltet, wenn die Steuerung ein ist. Mhm. Wenn ich jetzt halt fahren würde oder antippen würde, hier Radscheibe tippen, rollt der Laden halt langsam vor. Mhm. Ne, das kann man halt machen, wenn man jetzt im Betrieb ist, zum Beispiel, wenn die jetzt alle unten eingestiegen sind, kann ich ihn damit zum Beispiel oben die leeren Autos wieder nach unten fahren. Ja. Ne, damit die Leute halt sehen, oh, da sind noch Plätze frei, da können wir noch reinsteigen, was ich natürlich auch immer ansage, was weiß ich, was jetzt in diesem Fall grün und gelb, dass das halt noch frei ist. Ja. Ich kann aber auch zum Beispiel, wenn jetzt hier oben das gelbe Auto noch frei ist, kann ich die Kreuze drehen, also die Kreisel, ja, ne, um halt diese leeren Boxen oder Autos nach unten zu fahren. Damit halt die Leute immer sehen, was ist drin. Ich kann natürlich auch für mich, wenn ich jetzt irgendwie was interessant finde, irgendjemand merken, weil man schäkert ja auch mit den Leuten rum, ja, mir die Leute halt auch vor die Nase fahren, um halt zu sagen, was weiß ich, was, ja, was soll man jetzt sagen, aber irgendwie halt mal einen dummen Spruch zu reißen oder was, irgendwas, um halt eine Kommunikation aufzubauen, ja, ne, ja, um die Situation halt zu lockern. Also ja, das ist halt der Fahrbetrieb hier. Ja. Wenn ich jetzt einschalten will, ja, halt Steuerung an, Steuerung aus, das ist halt hier diese Einschaltsequenz. Das ist zum Fahren und der Rest hier ist Licht. Wahnsinn. Dann haben wir hier unten noch, ja, weil ich bin ja komplett, ja, ein Echo-Gerät. Wir haben einen Schalter, wo ich Licht an- und ausschalte. Hier ist die Signallupe, mhm, auf dem. Dann haben wir hier, wenn ich jetzt mich mit den Leuten unterhalte oder halt mal irgendwas reinrufe, ob die nochmal wollen oder wie auch immer, ja, kann ich dort mit halt die Musik ausschalten. Ja. Dann haben wir hier nochmal so ein kleines Extra für die Blitzer. Wenn ich, ja, da drücke, gehen die Blitzer an. Wollen wir mal sehen. Links sind sie. Links. Jawohl. Ne? Also das heißt, ich könnte sie sowohl mit dem Fuß als auch mit der Hand betätigen, weil für die Hand haben wir natürlich hier auch noch einen. Ja. Ja. Was haben wir noch? Dann habt ihr oben da noch einen Rechner, das ist wahrscheinlich für die ganze Mucke, ne? Ja, genau. Wir haben halt ein Stück normalen Homecomputer, sag ich mal, wo wir halt unsere Musikprogramme drüber laufen haben. Oder halt ganz altmodisch noch mit CDs. Da habe ich dann halt hier das Kontrollgerät für. Ja. Was man dann halt auch zwischendurch nochmal, weil es kommen ja immer mal wieder neue Hits drauf, die man sich dann schnell mal eben auf CD brennt, um sie halt zügig abzuspielen. Ja. Ne, oder halt, wenn der Laden halt im Vollbetrieb ist, hat man jetzt auch nicht mehr wirklich so die Zeit, großartig Musik rauszusuchen. Weil ich sag mal, hier als DJ oder als Rekommandeur hast du natürlich nicht nur die Sicherheit der Leute, du hast natürlich auch noch die Musik und die Bespaßung, die du dazu machen musst. Ja. Also es ist schon eine Bandbreite, die man von hier aus beachten muss. Ja. Ja, ja. Also wie gesagt, und an erster Stelle steht natürlich die Sicherheit vor der Musik, ganz klar. Ja. Ne? Und dann, so, hast du da unten noch, was ist das, Steam Mix 20, was ist das? Das ist das Mischpult, ja, worüber die Soundanlage gesteuert wird, wo ich hier zum einen, wie man unter auch lesen kann, die Musik habe. Ja. Ich kann halt hier Tiefen, Mitten, Höhen oder halt den Pegel einstellen, wie laut ich haben möchte. Ja. Hier ist das Signal drauf und hier wäre das Mikrofon jetzt. Ja. Da, wo ich dann halt quasi halt alles mal einstellen kann, dass alles einen satten, sauberen Klang hat. Hier drüber ist die Klangregelung, die automatische Klangregelung. Mhm. Hier haben wir jetzt zurzeit leider noch nicht verbaut, weil es jetzt gerade erst neu gekommen ist, unser neues Hallgerät. Ja. Ja, was kann ich noch erklären?
Könnt ihr mal hinter uns gehen, was die Leute bestimmt auch gerne mal interessiert. Mhm. Mach mal die Störung aus, sonst ist alles so laut im Hintergrund. Haben wir hier zum einen Hauptschalter für Strom. Ja. Boah. Der aber nur für diese Schränke hier, was den Fahrbetrieb angeht, ist. Ja, zum einen haben wir dann hier quasi die ganzen Schütze und Sicherungen, was den Fahrbetrieb angeht. Ja. Wenn man jetzt hier mal rüber schaut, den können wir gerne mal aufmachen, dann können die Leute auch gerne da mal reinlinsen. Mhm. Was vielleicht auch mal ganz interessant ist, sind hier die Typax. Ja. Die sind zur Steuerung der Motoren. Ja. Für den Hauptantrieb sind diese beiden. Ich räume mal dein Täschchen an der Seite. Jo. Haben wir hier dann das gleiche Spiel nochmal. Das sind dann nur die Kreisel jetzt, also die Kreuze der Gondeln. Und wenn irgendwo eine Störung, wie blickst du denn da durch? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wie so ein ganzes Hochhaus hier. Das ist ja echt. Also hier ist eine ganze Hauswartung drin, ja. Oh. Also wenn wir eine Störung haben, haben wir natürlich, da hat die Firma Hartig ja damals auch dran gedacht. Wenn jetzt mal eine Fehlermeldung kommt, ja, habe ich hier halt immer die Möglichkeiten abzulesen, was ist es jetzt? Störmelder Relais 1, Störmelder Relais 2. Ja. Wie sie jetzt oder wie du jetzt hier entnehmen kannst, hast du hier einmal Störmelder Relais 1, das ist dieser Schrank. Ja. Da sind jetzt die Radscheibe drauf. Motor 1 hat eine Störung, Motor 2 hat eine Störung. Wäre jetzt nicht das Problem, wenn jetzt mal ein Motor ausfällt. Ja. Weil ich gehe nochmal kurz an diesen Schrank zurück. Ja. Habe ich hier oben drei Hebel, wo ich umschalten kann von zwei Motoren auf einen Motor. Ah. Was den Hauptantrieb angeht. Ja. Ne, das heißt, wir können den Fahrbetrieb auch mit einem Motor weiterführen. Er ist zwar dann nicht mehr so kraftvoll, hat nicht mehr so viel Power auf der Radscheibe, aber der Fahrbetrieb ist möglich. Ah, okay. Ne, das heißt, wir müssen jetzt nicht unbedingt anhalten und sagen, ach nee, tut uns leid, wir sind jetzt außer Betrieb. Ja. Das brauchen wir Gott sei Dank nicht machen. Ja. Im allerhöchsten Fall sind beide Motoren kaputt. Aber das ist Gott sei Dank, toi toi toi, toi wir suchen Holz. Jawohl. Ist es noch nicht vorgekommen. Ja. Das gleiche können wir wiederum aber auch, weil du siehst ja, wir haben nicht wie ein Breakdance Nummer 1 einen Typak hier drin, wir haben hier zwei verbaut. Das heißt, wir haben zwei Fahrgruppen. Ja, okay. Wenn man jetzt ja mal halt rausgeguckt hat, haben wir halt sechs Kreuze und auf einem Typak sind immer drei Kreuze. Ah, okay. Ne? Auch in diesem Fall können wir wieder, sollte einer ausfallen und ich weiß jetzt nicht, wo ist dieser Fehler, was kann ich jetzt machen? Ja. Kann ich auch hier die Gruppen wieder abschalten? Ah, okay. Das heißt, ich fahre entweder mit Gruppe 1 oder mit Gruppe 2 weiter. Jetzt siehst du das Gondelkreuze, steht da oben, das ist der ganz rechts der Schalter. Ja. 1 oder 1-2 oder 2. Das heißt, ich kann durchschalten, dass er entweder mit beiden Gruppen fährt oder Gruppe 1 oder Gruppe 2. Das heißt, ich kann es halt auch wieder steuern. Oh. Ne? So, wenn ich jetzt beispielsweise eine Fehlermeldung bekomme, kann ich es halt hier entnehmen. Was muss ich dann machen? Ja. Ne? So, und wenn jetzt zum Beispiel was weiß ich was, nehmen wir jetzt mal die Überwachung Kreuze Motor 1, 3 und 5. Mhm. So, dann wäre das jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt in die Überdrehzahl geht, weil er jetzt falsch beladen ist oder wie auch immer. Es kann ja immer mal was sein. Oder er kriegt mal eine Spannung zu viel. Oder es gibt so viele Dinge, die dir passieren können. Und er geht in die Überdrehzahl. Kann ich das hier entnehmen? Ja. Okay. Das ist dann aber auch nicht so störungsrelevant, dass ich jetzt den Betrieb einstellen müsste. Ich würde das dann halt anhalten, weil er bremst ja sowieso automatisch dann ab, weil er geht in die Störung und hält an. Ja, ja. Ne? Um zu signalisieren, pass auf, hier stimmt jetzt was nicht. Das kannst du dann halt hier entnehmen und drückst ihn dann halt dort auf Reset, die Fehlermeldung weg und kannst dann ganz beruhigt auch weiterfahren. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann einstellen müssen und auch Fehlersuche geben müssen. Ja. Dafür hat die Firma Hartig ja alles super hier verbaut. Also können wir nicht theoretisch alles fast selber machen, ne? Wir machen alles selber. Also hier bist du quasi vom ich sag mal, vom Holzbauer bis zum Metaller, Elektroniker bist du eigentlich alles. Alles. Also man lernt es schnell. Also ich sage mal, ich könnte jetzt sagen, ich glaube, ich habe in meinem Leben jede Berufssparte einmal angefasst. Du brauchst gar keine Ausbildung. Nee, ich bin ausgebildeter Fachmann. Also wenn Sie noch eins suchen. So, des Weiteren haben wir hier, wenn wir hier mal weitergehen, ein Lichtschalter. Ja. Ganz wichtig, damit geht das Licht hier drin an. Oh. Wahnsinn. So, und wenn wir jetzt diese Schränke hier öffnen, du siehst hier wieder so einen warnend großen roten Knopf. Ja. Das ist der Hauptschalter für die Lichtsteuerung. Mhm. Wenn wir jetzt hier halt mal öffnen, kann man hier mal reinschauen. Boah. Sind fast so viele Sicherungen wie bei uns zu Hause. Ja. Also wenn man jetzt den Block hier betrachtet. Ich wollte sagen, mehr, ne? Nein, also wie gesagt, das ist komplett die ganze Lichtsteuerung, was man halt an Licht am Laden hat. Mhm. Hast du hier halt, ich weiß nicht, wie die Sicherung sich nennt, ich glaube
ich würde jetzt sagen Schraubsicherung, ich habe keine Ahnung. Sicherung einfach. Dann hat man hier halt diese handelsüblichen Kippsicherungen, ist ja auch ganz logisch. Ja. Die halt jetzt wirklich, ich kann jetzt mal beispielsweise, sagen wir jetzt mal hier, ich habe jetzt einen Strobo-Ausfall, dass mir der Strobo nicht mehr funktioniert, kann ich halt hier nachlesen. Also wir haben es alles exakt und top gut beschriftet. Ja. Nicht so wie zu Hause, weil bei mir zu Hause steht 1 bis 10 drin und ich weiß nicht, was 1 bis 10 ist. Ich muss immer ausmachen, damit ich nachgucken kann. Ja. So, ja, wie gesagt, also hier kannst du halt entnehmen, wenn jetzt mal eine Serie ausfällt. Zum Beispiel hier weiß ich mittlerweile, weil er ärgert mich seit 2 Tagen, ist das der blaue Korb da drüben. Und das ist der grüne Scheinwerfer, der ständig ausgeht. Was? Ja, doofer Scheinwerfer. Ja, doofer Scheinwerfer. Wir müssen auf der Hinsicht müssen wir noch auf Fehlersuche gehen, um halt zu wissen, was ist es. Aber deswegen habe ich ja, was ich vorhin schon mal sagte, eine ewige Baustelle an dem Laden. Mhm. Ne? Mhm. So, wenn man den Schrank jetzt wieder dicht macht. Das ist echt der Hammer, was hier drin so, steht. So, haben wir hier natürlich noch einen Schrank. Oh, können das. Ich habe hier, wenn man jetzt mal von hier oben reinschaut, siehst du das Flimmern und Blinken. Ja, warte mal. Ja. Sieht man, glaube ich. Doch, sieht man. Ja. Genau, diese LEDs, wenn du von hier rüber siehst. Na, siehst genau. Da kann man es dann halt schon sehen. Mhm. In dem oder halt auch in dem, wo wir jetzt gerade drauf sind. Diese ganzen kleinen grünen Punkte, die man jetzt da sieht. Das sind Bausteine, die kann ich dir auch gerne mal gleich zeigen, wie die aussehen. Ja, gerne. Die quasi das Licht vom Lichtsteuergerät ein Signal bekommen und geben das halt an diese Bausteine weiter, die dann hier wiederum in dem Kasten die Signale, zum Beispiel jetzt in dem Fall waren es die Sterne mit der Schrift und dem Flimmerlicht, was wir vorne drauf haben, sind die beiden jetzt, die das dort ansteuern. Die regeln das dann halt, diese Steine. So, des Weiteren haben wir hier jetzt zum Beispiel die ganze Batterie an Lichtern, Gruppe 1, Gruppe 2. Ja. Für unsere Strahler, die wir draus da haben, damit wir es halt schön bunt machen können für die Fahrgäste. So, mit diesen Steinen werden zum Beispiel die Buchstaben draußen in der Schrift jetzt gefahren. Wenn man jetzt mal das Break auf dem Stern beobachten würde, hat jeder Buchstabe ein so ein Relais. Ja. Und dann kommt von hier unten kommt das, die Lichtsteuerung, die den Kontakt herstellt. Und hier oben geht es raus in diese Relais, beziehungsweise in diese, wie soll ich das jetzt schimpfen? In die Sicherung rein, die das dann quasi halt letztendlich nachher, dass der Buchstabe anfängt zu blinken. Das ist halt hier drin, ist ein kleiner Magnet, der öffnet und schließt durch einen Kontakt vom Lichtsteuergerät und hier oben geht dann halt das Signal raus. Ja. Und dadurch kommt diese Leuchte oder beziehungsweise, dass das Licht in den Buchstaben zustande. Da habt ihr echt ein ganzes Ersatzteillager, ne? Immer am Also wir haben alles ja hier. Wahnsinn. Ne? Wir haben auch, wie gesagt, eine eigene Werkstatt haben wir hier. Ja. Die ist vorne halt im Packwagen mit eingebaut, wo quasi jetzt halt die ganzen Deko-Elemente, wenn wir abbauen, reingepackt werden. Ja. Ne, ist ja vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen, weil ich weiß ja nicht, wie fern unsere Kirmes-Interessenten oder Kirmes-Fans, ich sag mal, involviert sind, wie man sowas alles transportiert und verpackt. Das Herzstück haben wir ja gerade schon unten gesehen. Ja. Das ist ja der Mittelbau. Ja. Dann haben wir den Packwagen für die ganzen Deko-Elemente. Ja. Dann gibt es eine Eisenrolle, wo wirklich nur Eisen drauf kommt. Und dann gibt es nochmal eine Dekorolle, wo wir dann halt Sachen wie Gondeln, weil wir müssen im Straßenbetrieb natürlich, kannst ja so nicht auf der Straße fahren mit 25 Metern. Nee. Wird natürlich abgebaut und dann kommen halt von jedem Kreuz, können wir nochmal rausgehen? Ja, gerne. Von jedem Kreuz kommen immer 2 Autos weg. Ja. Weil wenn man jetzt mal von hier schauen würde, weil viele Kunden sind nämlich immer beunruhigt, deswegen mache ich das jetzt gerne mal sagen. diese Bolzen, die man jetzt hier sieht, das sind ja quasi die Bolzen, die den Ausleger halten. Ja. Jetzt habe ich hier aber ja 2 Kippbolzen drin und die Leute sagen immer, oh, der Bolzen hat gewackelt, das reißt ab. Ja. Nein, das sind Kippbolzen, nur mal zur Sicherung. Ich mache es einmal. Man nimmt sie ab und dann werden sie zugeklappt und dann gehen sie auch nicht auf oder fallen ab, so wie die meisten das immer denken. Ja. So. Wenn man jetzt auf meine andere Seite einmal schaut, haben wir hier diese fest diese sitzenden Ausleger. Das heißt, diese Autos bleiben im Straßenbetrieb auf dem Mittelbau drauf. Er wird ja zusammengeklappt mit 4 Auslegern und 2 kommen hier raus. Ja. Bei uns ist es in dem Fall, jetzt muss ich einmal kurz lügen, das rote Kreuz wird abgenommen und das gelbe Kreuz wird abgenommen. Also komplett der ganze Ausleger kommt raus. Natürlich werden dort auch wieder 2 Autos getrennt. Ja. Und dann werden sie halt auf die Gondelrolle verpackt. Also wir haben extra einen Anhänger, eine Rolle,
wo wirklich konstant die Autos drauf kommen mit zwei Körben. Ja, zwei Körbe sind das, wo wir drauf verladen. Da kommen jeweils vier Autos drauf. Dann sind da drunter nochmal zwei draufgepackt und hinten auf dem allerwertesten von dem Anhänger liegen halt die beiden Ausleger drauf. Der Diamant kommt drauf, der Igel liegt mit auf der Dekorolle drauf. Ja. Also das wird auch alles nochmal getrennt auseinandergebaut. Wie viele Transporte habt ihr insgesamt also bei dem großen Breakdancer jetzt? Bei dem großen Breakdancer, jetzt muss ich überlegen. Ich hoffe, ich bin da noch richtig informiert, weil ich bin in den Transporttagen leider nicht mehr zur Hand. 6, 7? Nee. Wir haben einmal, wenn ich jetzt mal in der Chefetage anfangen würde, haben wir unseren Küchenwagen. Ja. Dann geht es runter zum Herzstück, das ist der Mittelbau, den wir hier haben, da sind wir schon bei zwei. Der Packwagen, dann haben wir eine Dekorolle, dann den Dreiachser, wie gerade schon erwähnt, mit den Gondeln und den Auslegern drauf. Ja. Und den Eisenwagen, den habe ich glaube ich nicht erwähnt. Das heißt, wir sind hier alleine schon bei sechs Transporten, die Wahnsinn. Umgesetzt werden müssen, damit, ich sag mal, von der Verpflegung, also nur die Verpflegung, bis zum fertig gebauten Karussell alles da ist. Ja. Dann kommen natürlich noch die Schlafwagen dazu. Ja. Da haben wir dann zum einen halt, wie gesagt, jetzt in diesem Fall hier zwei Campings für die Chefetage. Ja. Mein Camping wäre noch dabei und halt ein Mannschaftscontainer, wo die Jungs halt duschen, schlafen und leben können, sag ich ja, mal. Ja, ne? Musst du auch alles mitnehmen. Ja, klar, auf jeden Fall. Also es sind schon genug Transporte, die umgesetzt werden müssen und die auch sehr zeitaufwendig sind. Ja, ne? Wenn man dann halt jetzt große Strecken anfährt, was weiß ich was, Bremen-Blasheim oder Bremen-Aachen, was ja für uns, ich sag mal, der weiteste Platz mit dem großen Laden ist. Mhm. Es sind Kosten, es sind Mühen und es sind Stunden, die dabei ins Land gehen, um da runterzukommen. Ne? Also. Aber es ist alles machbar und ich sag mal, wie gesagt, auf den Plätzen stehen wir natürlich auch gerne. So, an dieser Stelle können wir dann halt mal beobachten, dass wir hier, was ich vorhin ja schon unten erklärt habe, das Getriebe, der Motor und das Ritzel, was hier oben ist, was den Kreisel antreibt, muss genauso abgefettet werden wie halt unten die Kugeldrehverbindung ist hier oben ja auch eine drin und die muss eben so abgefettet werden, damit halt auch immer, ich sag mal, genügend Fett drin ist. Oh. Also und nichts verschleißt oder nicht so schnell verschleißt. Klar ist das auch ein Verschleiß, aber damit es halt gut erhalten bleibt. Ne? Also der Breakdance, ich merke schon, ist auch wirklich ein sehr aufwendiges und wartungsintensives Geschäft, ne? Oder hält sich das in Grenzen? Oder? Ich denke mal, es gibt aufwendigere Geschäfte, aber ich will jetzt nicht sagen, dass der Breakdance auch rum ist. Also man muss hier schon immer, ich sag mal, am Ball bleiben, ansonsten kann es immer schneller bergab gehen. Ja, ne? Wie einem lieb ist, sag ich mal. Mhm. Und wie gesagt, dabei ist die Pflege dann halt immer ganz wichtig, dass das alles gemacht wird. Ja. Nur mal für die Chemis-Interessenten noch, die das halt noch nicht gesehen haben, haben wir hier zum Beispiel einmal die Luftsteuerung. Ja. Wo wir dann halt quasi in die Autos die Luft reinbekommen. Wie man jetzt hier zum Beispiel sieht, geht die Luftsteuerung raus. Der ist dann halt für die Autos, die wir abmontieren können. Ja. Ist dann halt hier ein Luftschlauch, der halt quasi diese Feststellbremse, wenn wir im Stand sind und Leute einsteigen sollten, müssen wir ja gewährleisten, dass das Auto nicht wegdreht und die Leute sich nicht verletzen. Ja. Ist halt dafür da, dass wir halt eine Feststellbremse haben. Es ist keine Bremse, um jetzt quasi bei voller Fahrt das Auto zu stoppen, weil das geht nicht, weil dann würden wir uns, glaube ich, hier reihenweise die Belege von den Bremsscheiben runterholen. Das wollen wir natürlich nicht. Nee. Also da haben wir dann quasi hier einmal eine Steuerung für die Luft, die in die Autos reingeht. Hier ist eine Verteilerdose mit dem schönen Strom, der von dort kommt, wo ich jetzt natürlich nicht anfasse, aber wenn man sieht, leuchtet das Ganze schon. Gottes Willen. Da haben wir hier dreimal Kohle drauf, die halt plus, minus und null ergeben, um halt quasi, wenn sich das ganze Geschäft dreht, natürlich auch immer einen Strom hier ankommen zu lassen, dass wir halt immer, Licht auf den Autos haben. Ja. Oder halt, wenn ich jetzt den Deckel schließe, hier oben auf dem Poller haben. Ja. Ne? Also das ist immer alles, abgesiegelt. Und jetzt kann ich sagen, dass der Strom natürlich außer Kasse nicht einfach so direkt hier drauf kommt, sondern, wenn man jetzt mal nochmal in die Richtung des Diamantens geht, ist hier unter dem Stück, ich kann ja mal einmal so ein, kann man jetzt hier einmal reinschauen, sieht man den Laden jetzt einmal von oben. Dann sieht man nochmal den Mittelbau, ne? Wenn man jetzt oben reinschaut, ist da ein schwarzer Deckel und dort drunter in dieser Tonne quasi von unten bis da oben hin
ist jetzt quasi alles voll mit Schleiflinge. Ja. Das heißt, der Strom kommt vom Fahrstand und das Geschäft in diese Trommel rein, wo die ganzen Schleifringe drin sitzen. Ja. Dann ist dort eine Abnahme bei, mit, ja, ich sag mal, diese Finger, die wir jetzt gerade an den anderen Schleifringen gesehen haben. Ja. Die quasi jetzt auf dieses Geschäft, ich weiß, ich will nicht lügen, aber da sind bestimmt 40, 50 so eine Schleifringe drin. Boah. Ne, also ich, möchte ich jetzt schätzen. Ich weiß es jetzt nicht exakt genau, wie die Zahl ist. Ja. Aber von dort aus kommt der Strom dann halt quasi über die Ausleger in die Autos rein. Ah, zur okay. nächsten, zu den nächsten Schleifringen, was wir gerade gesehen haben. Ja. Ne? Wahnsinn. So, dann hast du halt in den Autos selber auch nochmal wieder Schleifringe, weil die drehen sich ja auch. Ja, ja. Also hier, ja. hier besteht alles aus Schleifringen und Kohle. Ne, und hier das, dreht sich alles. Ja, hier dreht sich alles aus Schleifringen und Kohle. Und deswegen haben wir halt auch so einen rapiden Verbrauch an Kohle, was das angeht. Ja, ne? Ne, weil die Autos sind ständig in Bewegung, die Kreuze sind ständig in Bewegung, mhm. die Motoren sind ständig in Bewegung. Also mhm. Es ist viel, viel in Bewegung hier und ja. Das sieht man auch. Das habe ich ja gestern gesehen. Ich fand ja wirklich volle Pulle und das muss ja auch alles gewartet werden, ne? Ja. Und das ist echter Hammer, was dahinter steckt an Arbeit und alles. Das sehen ja immer viele nicht, ne? Die sagen, oh, baut auf und oh, drückt auf den Knopf und alles läuft. Ja, ja, selber, ich sitze hier auch nur da oben und habe meinen Spaß. Ja, genau. So, dann ja, cool. Den zurückpacken. Ja. Dann sieht man nochmal, wie das montiert wird, ne? Aufpassen mit dem Finger. Ja, das ist ganz schwer. Also normalerweise benötigen wir auch den Kran. Also einen könnte ich ja reindingsen, aber zwei ist ja verrückt. Ja, man muss auch rechnen. Echt? So, man schwuppt den wieder zu. Sehr cool. Ja, wie gesagt, also wichtig ist natürlich Sicherheit, das heißt Abfetten, Pflege des Geschäftes. Dann die Lichtkontrolle kommt danach. Ja. Ja, und dann kann man eigentlich quasi schon fast bei sich selbst anfangen, sich fertig zu machen und dann kann man das Geschäft auch eröffnen. Und dann geht's weiter, ne, mit der Arbeit. Ja, genau. Wahnsinn. So, ja, jetzt sind wir wieder im Fahrstand, sagt man ja so, ne? Ja, Kommandozentrale. Ihr hattet die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen über den Breakdancer 2. Ja, es sind jede Menge sind eingetroffen. Aus zeitlichen Gründen habe ich jetzt einfach mal ein paar Fragen rausgesucht. Also nicht böse sein, wenn jetzt eure Frage nicht drankommt, aber es ist einfach zeitlich nicht möglich, weil gleich macht der Hamburger Dom auf, ihr müsst noch Vorbereitungen treffen, ihr habt auch nicht ewig Zeit und dann muss ich auch gleich noch zum nächsten Schausteller. Sascha weiß schon, welcher Schausteller es ist. Ein ja. bekannter, wir sagen noch nicht welcher, aber es ist ein bekanntes. Darf ich es verraten? Nein, ne? Nein, nein. Ja, ich habe es versucht, tut mir leid. Okay, wir kommen zur ersten Frage von, wen haben wir denn hier alles? Den Benjamin Kleber. Den Benjamin Kleber. Genau. Frag doch mal, warum die Fahrt gegenüber früher so langsam geworden ist. Früher war der Dreher das Nonplusultra, was Breakerfahrten angeht. Aktuell ist die Fahrt okay, aber auch wirklich richtig gute Fahrten hatte ich die letzten Jahre leider nicht mehr. Also ich hatte heute eine sehr gute Fahrt, das kann ich nicht bestätigen. Nee, ich auch nicht. Vor allen Dingen fühle ich mich da persönlich etwas angegriffen, lieber Herr Kleber. Nein, Benjamin, pass auf, das ist ganz einfach oder kann ich so betiteln. Ich meine, ich habe den Breakdancer kennengelernt, habe natürlich dann auch, sag ich mal, für mich rausfinden müssen, wie macht man es am schnellsten, sag ich mal. So, und ich kann dir eigentlich sagen, gut, klar, 20 Jahre zurück weiß ich es nicht, weil da war ich selber noch Steppken. Ja. Nein, aber man kann immer so sagen, wie der DJ das Ding betreibt oder wie man spricht und fährt den Laden, das macht eigentlich die Geschwindigkeit aus. Ja. Genauso wie die meisten Leute, jetzt sage ich mal dazu, das Geheimnis immer denken, oh, abends ist der schneller. Er ist nicht schneller. Es sind einfach nur Lichteffekte, Stroboeffekte und dadurch. Also ich kann dir sagen, dass wir eigentlich immer nach der Norm fahren. Ja. Wir müssen es ja machen, weil sonst ist es materialschonend auch. Ja, also wir fahren definitiv immer nach der Norm und das hat sich da eigentlich nichts geändert. Nee, also ich habe die Frage auch nochmal rücksprachlich gehalten, auch mit der Chefetage, weil ich mich selber auch absichern möchte, nicht, dass ich Unsinn erzähle. Ja. Und die haben auch gesagt, also der fährt eigentlich immer nach Norm. Ja. So, und wenn da mal eine Umdrehung zu viel ist, ja, dann ist es halt so. Aber es ist jetzt nicht, dass der übermäßig aufgedreht wird oder weil, wie gesagt, wir haben hier auch unsere Vorgaben und Sicherheitssysteme. Genau, was ja auch viele von euch gar nicht wissen. Ne? Es gibt jede Menge Vorgaben, an die man sich richten muss. Du kannst ja nicht einfach sagen, ich fahre jetzt hier bis unendlich. Das geht natürlich nicht. Ich würde es gerne machen, weil dann würden die Leute nicht immer schreien, mach mal schneller. Ja. Also, nein, also Benjamin, wir fahren nachher Norm. Und es hat sich eigentlich nichts getan, weil ich sag mal, so wie der DJ spricht und das Geschäft betreibt, so schnell ist auch die Fahrt. Ja. So kann ich's beantworten. Ich kann zu bestätigen, wie gesagt, ich bin ja gefahren und ich habe jede Menge Spaß gehabt und das Ding hat richtig Stoff. Ja. Es ist so.
Ja. Ich hab dich fertig gemacht. Ja, genau, hast du auch. Danach hatte ich es mal. So, demnächst. So, dann haben wir hier Ben Simons. Woher bekäme der Breakdancer seine Ersatzteile, wenn mal etwas kaputt geht, was man nicht so leicht selbst reparieren könnte? Ja, jetzt ist die Frage, was kann man hier nicht leicht reparieren? Also eine Birne austauschen kann jeder. Ja, wenn jetzt mal irgendwas getauscht werden muss, kriegt man die Ersatzteile her. Also wir haben eigentlich mehrere Geschäfte oder mehrere Ersatzteillieferanten, sag ich mal, um die jetzt aufzuzählen. Also müsste, glaube ich, alleine diese Sequenz im Video schon 2 Stunden gehen. Nein, also wir haben mehrere Lieferanten, was das angeht, um Ersatzteile ranzuholen, weil ich sag mal, die Firma Huss in Bremen ist ja jetzt auch nicht mehr so, dass man jetzt mal einfach so auf den Tisch klopft und sagt, Mensch, hier, ich hätte gerne ein neues Getriebe. Ja. Na, also man muss schon, ich sag mal, pfleglich damit umgehen. Und deswegen sagt man ja auch immer, Wartung und Pflege ist das A und O, damit man jetzt nicht von A nach B oder mal auf einen Huss zurückgreifen muss. Ja. Nein, also wir haben unsere Restauratoren, sag ich mal, die für uns die Sachen aufbereiten. Ja. Sei es jetzt bei einem Getriebe, wenn es mal irgendwie Probleme gibt oder was, dann haben wir eine Firma in Bremen, die das für uns macht. Also wir haben mehrere Punkte, wo wir Sachen einholen oder abgeben, wenn sie aufgearbeitet werden müssen. Ja, cool. Mhm. Dann Patrick Kühnen schrieb, der hat eine ganz witzige Frage, wie viel Sprit verbraucht der Motor? Also für den Hamburger Dom haben wir jetzt, ich glaube, 1 Kubik Benzin reingetankt. Hm. Ja, das waren um die 1443,20 Cent. Ja. Und, ja. Und du hast mir ja auch erzählt, ihr tankt nur V-Power, ne? Weil sonst geht der kaputt. Nee, wir müssen das V-Power tanken. Wir haben das E10 versucht, aber leider ist es, Ja, vor allen Dingen V-Power Racing 100 Oktan reinigt ja auch die Motor, ne? Ja. Sagt ja auch Shell. Ja, wir haben es versucht mit dem E10, aber da waren uns die Werte einfach zu schwach und wir wollten natürlich auch ein bisschen was für die Umwelt tun. So, ne? Genau. Also in diesem Sinne. Schöne Grüße nach Gelder, mein Lieber. Ne? Die beste Frage, du hast die Preisfrage. Ja, ne? Du hast die Preisfrage, hat der Patrick, ja. Das ist übrigens mein Lehrer gewesen. Der kann man mal kurz erzählen. Der hat mich quasi geschult. Ja. Neben unserem Vorgänger Holger war Patrick derjenige, der mir quasi den Feinschliff verpasst hat. Ja. Damit ich das bin, was ich heute bin. Also vielen Dank dafür nochmal, mein Lieber. Ne? Ja, schöne Grüße. Jo. Dann der Liam Heinzendorf schrieb unter anderem, wie oft fahren Sie selber mit Ihrem Breakdance? Oh. Jeden Tag, ne? Mindestens jeden Tag. Ja, damit du auch siehst von der Probefahrt her, ob irgendwas, ob alles okay ist. Ja, ich sag mal, es sei nicht nur die Probefahrt, die wir natürlich auch jeden Morgen machen. Also wir müssen uns ja absichern, dass alles läuft, weil es bringt mir nichts, wenn ich die Steuerung einschalte und zum Aufmachen hin stellen wir fest, ui, da dreht sich Scheiße. Was nicht. Ja. Ne, also das, wir fahren jeden Morgen. Mhm. Ja, ich sag mal so, wir haben quasi mal morgens das große Quartett, wer quasi nach dem Frühstück in den Laden einsteigt. Ich. Ja, das sind die wenigsten, die das machen. Ja? Ja, also wir selber sind da eigentlich mal nach dem Frühstück gerade so ein bisschen abgehärtet. Nein, aber wir müssen natürlich selber auffahren, um zu gucken, wenn jetzt mal irgendwas knackt, knarscht, wie auch immer. Ja. Weil man wird ja auch von den Kunden mal angesprochen. Ja, Mensch, der hat gerade was gerauscht, wie auch immer. Mhm. Dann überprüfen wir sowas natürlich sofort und dann fahren wir selber auch mit. Also man kann eigentlich in der Regel sagen, dass wir täglich mindestens einmal zur Geschäftszeit in dem Laden selber drin sitzen. Ja. Dann noch, was ist Ihr schönstes Erlebnis am Breakdance? Oha, da gibt es einige. Ja. Also ich sag mal so, für mich das schönste Erlebnis, um es kurz und knapp zu machen, ist eigentlich ein Fahrgast, der lächelnd aus dem Geschäft rauskommt und sagt, top, also da weiß ich habe alles richtig gemacht, das ist eine Bestätigung für mich und fürs Geschäft, dass wir an unserer Stelle, ich sag mal, unseren Part erfüllt haben auf einem Kirmesplatz. Ja. Und das sind eigentlich die schönsten Momente. Also ich kann jetzt, mir fällt jetzt aus dem Stegreif nicht einer ein, wo ich sag, der war's. Oder die einfach aufsteigen und einfach mal sagen, Dankeschön, war lustig oder war schön, ne? Also habe ich oft. Ja? Ohne mich jetzt selbst hochzuloben. Nein, aber ich habe diese Momente natürlich und das sind halt diese Momente, was ich ja gerade ansprach, wenn sie rauskommen und sagen, Mensch, fahr top die Fahrt. Ja, oder. Ja. Dann ist es für mich eine Bestätigung, wir haben alles richtig gemacht. Ja. Ne? Mhm. Also das sind die schönsten Momente. Also wir haben die besten. Also weiter so. Dann, was war Ihr schnellster Auf- und Abbau? Ja, jetzt ist die Frage, großer oder kleiner Laden? Ja. Aber ich bin ja jetzt am großen Laden oder wir befinden uns an dem großen Laden und der Rekord liegt da ungelogen. Es werden viele jetzt sagen,
Ihr spinnt doch. Ja. 3,5 Stunden, also um den Dreh. Das war damals ein Abbau in dem Horst, da wo wir dann aber auch mit 2 Kränen gearbeitet haben und eine mehrzahlige Hand von Leuten. Und da musste, es musste sehr, sehr schnell gehen und deswegen war der Spitzenabbaurekord bei knappen 3,5 Stunden. Alter. Mit diesem großen Geschäft aber. Ne? Boah, da musst du richtig ranklotzen, ne? Also wir waren alle am Schwitzen. Das glaube ich, das glaube ich. Ja, viele werden jetzt natürlich sagen, oh, das ist doch nicht richtig. Also wir waren um die 20 Personen, also wir haben alles am Personal rangeschafft, was wir selber hatten. Es waren noch Aushilfen dabei und dann, es musste sehr schnell gehen, deswegen 2 Kräne und dann war der Laden in 3,5 Stunden abfahrfertig auf dem Platz. Wahnsinn, ey, das ist der Hammer. Dann, wie kamen Sie zur Kuhgondel? Oh, die Kuhgondel. Ja, das werde ich des Öfteren gefragt. Wieso habt ihr eine Kuh? Ist da mal eine abgerissen? Nein. So. Es ist kein Auto abgerissen, so wie es ja spekuliert wird in den ganzen Kirmesforen, wo ich jedes Mal die Hände über den Kopf zusammenschlage. Ja. Nein, es ist so gewesen. Es ist damals eine Auktion gewesen. Im Internet mit einem Container. Ich bin jetzt der Meinung, jetzt muss ich wieder, pardon, also aufpassen. Ja. Dazu sagen, es war ein Container zur Versteigerung. Ja. So, und es hieße, in dem Container seien Breakdancer-Ersatzteile drin. Ja. Keiner wusste aber, was in diesem Container drin ist. Konnte man da auch nicht reingucken? Oder? Nein, die haben es bewusst so gemacht. Ach so. Es ist bewusst auf dieser Auktion so gemacht worden, dass keiner weiß, was ist da drin. Das heißt, wir hätten den, oder beziehungsweise die Firma hätte den jetzt auch kaufen können. Ja. Das wäre nur Scheiße drin gewesen. Also, okay. Ja, es hieß auf jeden Fall, es sind Ersatzteile drin, es sind Gondelteile drin, Ersatzteile fürs Getriebe und. Also sowas wurde schon gesagt. Was aber des Weiteren noch drin ist, wusste kein Mensch. Ah. So, und daraufhin haben die den Container ersteigert für kleines Geld. Als sie die Türen dann geöffnet haben, tada, stand da auf einmal eine Kuh drin. Überraschung! So. Ja, Momo. Ja, nee, Quatsch. Also von den Kühen haben wir 2 kleiner, großer Laden und die beiden Kühe waren in diesem Container drin gewesen. Ist ja cool. Und der ist aus dieser Auktion entstanden und deswegen oder so sind wir an diese Kuhgondel rangelangt. Ja. Ist das die Wilde Hilde. Die Wilde Hilde. Ja. Ist die von einem Freizeitpark? Weißt du das zufällig? Der Container bzw. die Auktion war auf jeden Fall, dass das aus dem Freizeitpark ist. Ja, 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 alles klar. Okay. Aber Unikat, ne? Ja, das kann man eingeben. Dann Hamburger Dom oder Freimarkt? Beides. Beides, ja. Beides, ganz klar, beides. Also es sind beide Plätze. Also wenn er jetzt mich spezifisch auf diese beiden Plätze anspricht, sage ich beides, weil ich sage mal, jeder von diesen beiden Plätzen hat sein eigenes Flair. Mm-hmm. Ne? Hamburg sowohl als Bremen. Ich meine, ich bin Bremer. Ja. Und die Firma ist aus Bremen. Ja. Ist es natürlich für uns ein Heimspiel. Es ist ein Muss und es macht auch sehr viel Spaß. Ja. Hier in Hamburg hast du natürlich, ja, ich sage mal, die Elbgänger. Ich meine, Hamburg und Bremen sind ja nicht so. nein, aber es hat beides schöne Seiten. Ja. Sehr, sehr schöne Seiten. Und ich fühle mich auf beiden Plätzen wohl und deswegen beides. Also beste Antwort. Beides. Wie oft müssen Sie bei den Nebel. Wie oft müssen Sie bei der Nebelmaschine den Behälter mit der Flüssigkeit wechseln? Gar nicht. Wir füllen den einfach nach. Nein, ich habe hier meine Zauberfernbedienung. Ich halte sie mal kurz ins Bild. Ja. Ja, ich sage mal so, je nachdem wie oft und gerne ich auf diesen oberen Knopf drücke und ja, die Nebel hier so verballert. Also ich kann jetzt sagen, ich brauche oder ich denke mal so wie ich jetzt zur Zeit fahre, weil ich benutze den Nebel erst abends, weil dann wirkt der besser mit unseren Moving Heads. Ja. Brauche ich jetzt so im Schnitt 4 Tage ein Kanister. Wahnsinn. Aber das sieht aber wirklich auch cool aus mit den Moving Heads hier, ne? Mit diesen Lichtanlagen, wenn der Nebel dann anzieht. Es sieht Hammer aus, aber das werdet ihr auch noch gleich sehen. Von daher, ja, werdet ihr gleich sehen. Seid gespannt, wa? Seid gespannt, wa? Ihr habt, dann nochmal, ihr habt ja für fast jeden Platz eigene Fahrchips als Sonderedition. Wie viele verschiedene sind das so in etwa? Warum wusste ich, dass die Frage kommt? Von wem war das? von Liam Heinzendorf war das, genau. Von Liam. Ja, wie viel haben wir so? Also ich habe natürlich mit den Jahren viele Kirmes-Fans kennengelernt. Und die Original mit so einem Umschlag zu mir angekommen sind, ja? Mit Zetteln drinnen. Ah.
auf diesen Zetteln original eine Excel-Tabelle. Und ich denke, was möchte dieser Mann jetzt von mir? Möchte er mir irgendwas verkaufen? Nein, es waren 4 Seiten, wo drauf steht von beiden Breakdancern. Ja. Oder ich sage mal nur der Firma Dreher oder Dreher Westermann. Ja. Wo wirklich alle Fahrschütze aufgelistet waren. Wahnsinn. Und ich denke mir nur so, sag mal, Alter, habt ihr Langeweile oder was ist bei euch los? Nein, die haben sich echt die Mühe gemacht, eine Excel-Tabelle einzustellen, diese Fahrschirmsammler. Und der eine sagte mir mal, dass wir um die 270 verschiedenen Tickets haben. Also wir sind auch die einzigste Firma mit einem Sortiment von Fahrschips. Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ja, also es sind circa 270 Stück. Die Zahl genau weiß ich jetzt nicht, aber man hat mir mal gesagt, es sind circa 270 von beiden Geschäften. Hammer. Also... grandios. Denn Saison statt wieder auf der Osterwiese, Fragezeichen? Nein, an der Weser natürlich. Ja, Osterwiese. So. Im Stadion. Ne? Nee, da wollte ich nicht hin. Nee? Nee, die war zu eng. Passt das Geschäft? Ich wollte eigentlich eher so, wenn Hamburg und die zusammenspielen, dann wollten wir dann... Nein, Quatsch, also klar, großer Breakdancer, Start in die Saison, immer Osterwiese. Ja, ne? Ich glaube, das wird sich auch in den nächsten 50 Jahren nicht ändern. Nö, ist ja Heimspiel, ne? Kann man sagen. Ja, es ist ja zu Hause. Dann Lukas Ruck, welches Geschäft lässt sich denn angenehmer steuern? Nummer 1 oder Nummer 2? Da fragt dein Richtigen, weil ich fahre beide Leben. So, ja? Lieber Lukas, ja, welches lässt sich angenehmer steuern? Ich darf gar nichts Falsches sagen. Beide lassen sich schön fahren. Also man muss dazu sagen, jeder hat sein eigenes Know-how. Ja. Ich mag beide fahren. Ja, klar. Ja, ganz klare Sache. Also ich kann jetzt keine Unterschiede streichen. Denn was war euer lustigstes Erlebnis? Das darf ich gar nicht erzählen. Du kannst ja ohne Namen nennen. Ja, ich habe sowieso keinen Namen. Also mein lustigstes Erlebnis an diesem Geschäft war letztes Jahr in Bremerhaven, als sage und schreibe wirklich eine Dame zu mir angekommen ist, oder beziehungsweise die ich aus Jux und Dollerei, ich weiß bis heute gar nicht mal warum, ans Fenster rangepfiffen habe und habe ihr erzählt, Mensch, du bist ja auch schon ein hübsches Stück DNA, habe ich zu ihr gesagt. Das war dieser Punkt der Sache, wo sie eigentlich schon hätte merken müssen, oh, was ist hier los? Und ich habe zu ihr gesagt, ich mache jetzt in 20 Minuten den Laden zu. Ich möchte gerne mit ihr zum Restaurant Goldene Möwe. Ich mache keine Schleichtwerbung. Ich möchte mit ihr dort essen gehen. Dann sagt sie, okay. Ich sage, ich brauche aber noch deine Telefonnummer. Ja, die gebe ich dir. Und dann habe ich hier original vor uns am kleinen Laden, haben wir auch so einen Monitor für den PC, der aber eigentlich ursprünglich ein Fernseher ist. Ja. Der hat natürlich eine normale, betriebliche, handelsübliche Fernbedienung für diesen Fernsehmonitor. Ja. Und jetzt kommt der Punkt, wo eigentlich jeder denkt so, nein, das kann nicht sein. Also jetzt hat sie mir original auf dieser Fernbedienung ihre Handynummer eingetippt. Und ich habe dann auch wirklich so meine Jungs gefragt, hat das einer von euch gefilmt? Nein, Chef, leider nicht. Ich sage, ja toll. Ich sage, so einen Moment, die kriegen wir doch gar nicht wieder. Ist ja dahingestellt. Jetzt haben wir uns natürlich alle tierisch darüber beömmelt. Das war ja noch gar nicht das lustige Ding. Jetzt kommt die wirklich nach 20 Minuten wieder und sagt, du hast noch gar nicht angerufen. Greift selber nach dieser Fernbedienung und ich habe zu ihr gesagt, warte bitte, ich schaue kurz auf mein Telefon, ob die Nummer dann auch angezeigt wird. Und sie hat es original nochmal wieder eingetippt. Also das war für mich der lustigste Moment an diesem Geschäft. Ja, es gibt auch Videobeweise, aber die dürfen wir leider nicht einspielen aus Datenschutz. Rechtlichen Gründen, nein. Aber also. Ja, das ist der Moment, der für mich hier so. Ich könnte noch mehr erzählen, aber dann wird's ausatmen. Aber das war so das I-Pünktchen. So. Dann Lukas aus der Schweiz, der Lukas M. Werli, schrieb, fährt ihr auch Schweizer Kirmesplätze an? Ich will mal einen Breakdance Nummer 2 in der Schweiz fahren. Wahrscheinlich ist das ein bisschen zu weit weg, ne? Es ist arg weit weg. Also ja, da muss ich ihn leider enttäuschen, lieber Lukas. Das ist, ich glaube, transporttechnisch und alles so erstmal nicht in Frage. Nein, leider nicht. Also, da musst du zu uns kommen. An Bremen, erster Platz, ist immer schön, Osterwiese. Also, ja, sag ich mal, bis 2017. Dann schrieb Jahrmarktbilder 16 auf Instagram. Was war die kürzeste Zeit zwischen Abbau auf einem Platz und Start des nächsten Platzes? Ein Tag. Abbauen, rüberfahren, aufbauen und nächsten Tag hatten wir Spielzeit. Also wir hatten wirklich nur einen Tag Zeit. Alter, das ist der Hammer. Also absolut Respekt dafür.
Und dann habe ich noch mal eine Frage, eine letzte Frage, weil wir müssen echt zum Ende kommen. Bjarne LK schrieb unter anderem, wie lange wird der Breakdancer noch, Nummer 2 noch reisen? Bis ans Lebensende wahrscheinlich. Nein, dieses Jahr noch bis zum 4. Dezember. Ja. Und dann geht er in den Winterschlaf. Aber das geplant wäre, dass er verkauft wird oder wie auch immer, das steht gar nicht in Frage. Ja, ja. Also es ist unser Unikat, es bleibt unser Unikat, beziehungsweise das der Firma. Und ich glaube, die würden einen Teufel tun, diesen Laden abzugeben. Ja, ja. Ne, also ich habe es natürlich selber auch schon mal im Internet gelesen, dass da die Fragen aufgekommen sind oder beziehungsweise die Aussagen, oh, der wird verkauft, ich habe das gehört. Dann bitte ich die Leute auch, mir das zu zeigen, von wem sie es gehört haben, aber dass der Laden verkauft wird. Ja, ja. Niemals, niemals. Ja. Also die, ich sag ja, würden sich eher einen Zeh rausreißen, anstatt dass sie den Laden abgeben. Das ist deren und das bleibt deren. Das glaube ich. Dann schrieb er noch, liebe Grüße, PS, ich freue mich schon auf den Blasheimer Markt 2017, wenn sie wieder hoffentlich in Blasheim stehen. Ja, gar keine Frage. Das ist wie Bremen, das ist uns und das wird auch uns bleiben. Also ich sag mal auch, bis Blasheim und dann sieht man sich ja. Danke, dann ab, du. So, heat it up. So, ja, erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die vielen Fragen, die ihr gestellt habt. Wie gesagt, wir bitten um Verständnis, dass wir nicht alle nehmen können, aber es ist eben wirklich so, ihr habt selber auch viel zu tun. Ich muss gleich zum nächsten Schausteller und war aber sehr cool. Und Felix lässt sich an dieser Stelle entschuldigen. Er wäre sonst auch dabei, sehr gerne auch sogar, aber er muss kurzfristig nach Berlin. Also an dieser Stelle nochmal schönen Gruß von Felix an euch. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, auf die Webseite von der Firma Dreher und Vespermann blende ich euch jetzt mal unter dem Video an. Und zwar breakdancer-das-original.de, aber seht ihr jetzt hier unter dem Video, unter mir jetzt hier. Schaut da mal drauf, weil es gibt ein neues Video, ne, vom Breakdancer von der Firma Afaf, ne? Also ein richtig cooles Video mit Sascha auch. Ja, der neue Imagefilm ist drauf gekommen, den haben wir dieses Jahr in Dame Horse gedreht. Also ich habe nicht gedacht, also ich bin ja sonst eigentlich immer, dass ich mir sage, so, oh nee, Kamera und bloß ich merke auch. Also mein Dank nochmal an dich, du hast mir ein bisschen die Angst genommen, so von der ganzen Aktion. Ja, er ist heute hergekommen und ich hatte noch gesagt, oh Mensch, lieber Lars, ich weiß nicht so, ich bin nicht so der Redner. Ich sage, klar, es gibt schon ein Interview von mir bei YouTube, gar keine Frage. Ja. Aber sonst, weiß ich nicht, das war eigentlich nie meine Welt, aber du hast mir, ich gehe zu RTL, mit einem Leben oder sowas, ich glaube, das ist doch gar nicht so schwer. Familie in einem Brennpunkt oder so, das wäre mein Ding. Schaut da mal drauf, sehr, sehr cool. Ich blende euch auch nochmal, weil auf der Webseite von Dreh und Vespermann ist auch noch die Facebook-Fanseite nochmal eingeblendet. Verlinke ich euch hier unten in dem Video auch nochmal. Lasst mal ein Like da, abonniert sie, ne? Schaut mal drauf. Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist deine Facebook-Fanseite. Hey, du hast auch eine. Ich habe einen Platz in diesem Video. hier unten. Da wird es eingeblendet jetzt. Genau, schaut mal drauf. Lasst ihn auch mal gerne ein Like da. Da sind auch sehr viele Breakdance-Videos zu finden. Unter anderem auch lustige Momente, wenn man es jetzt so haben möchte. Nein, das besagte Video ist nicht drin, wie gesagt, datenschutzrechtliche Gründe, aber es sind genug andere Momente drin, wo man sich sagt. Genau, genau. Also schaut, es geht hier mal die Uhr schon. Also schaut mal drauf und deswegen würde ich sagen, meine Uhr klingelt, wir müssen los. Wir müssen los. Ich muss jetzt los. Und ja, jetzt seht ihr ein paar Impressionen vom... Mann, ich habe so viele Uhren hier, es ist unfassbar, oder? Bist du der Uhrmacher? Nee, ich habe hier so eine Uhr-Ticket hier, aber ich muss sie erstmal aufdrücken. So, deswegen verabscheuen wir uns. Ja, genau. Wir verabschieden uns. Jetzt seht ihr ein paar Impressionen vom Breakdancer Nummer 2. Sascha in Action, ne, sieht er jetzt. Ne? Und ganz unfassbar, sogar den Oman, der ist auch dabei. Den habe ich auch gesehen. Ja, den habe ich kennengelernt. Der ist hier rumgelaufen. Und wisst, ganz was Neues, wisst ihr sogar, dass es auch einen Oman Junior gibt? Ist unfassbar, oder? Den sieht man auch noch. Echt? Und Oman Junior, den habe ich noch nicht gesehen. Nee, den, ich habe den auch erst kennengelernt, keine Ahnung. Also den seht ihr jetzt auch gleich nochmal, lasst euch überraschen und jetzt geht's los. So Freunde, jetzt noch schnell der Einstand, der Schöpfer. Letzte Woche für diese Reise. Wir starten. Let's go party, ready, ready. Ja, meine Frage ist wie immer natürlich eine angenehme Reise. Dann wollen wir mal, dann schauen wir mal. Jetzt hier. Ab.
Sascha, was ist das denn? Ja, das ist das RDMX, das ist das Programm für unsere Moving Heads, die wir hier oben haben, auf den Lichtkörben. Ja. Wo wir quasi die Bewegung, die Farbabläufe oder halt die ganzen Formen und Gobos dieser Lightshow, sag ich mal, mit Steuer, die wir hier haben. Boah, geil. Ne? Wahnsinn. Du blickst ja total überall durch, ne? Auch hin und wieder, also Durchblick, ja, darf man nicht verlieren. Das ist ja krass. Nützt ja nichts, dann müssen wir durch. Ja, das Ganze haben wir natürlich zweimal. Natürlich. So. Das ist das RDMX von Ehrgeiz. Mal ein bisschen Schleichwerbung für die Firma. Die freuen sich denn? Ja, sicher freuen die sich. Ja, dann gucken wir uns das gleich mal an, wa? Ja, da sind wir gespannt. Da sind wir dabei. Ready, ready, da wollen wir schon mal. Let's get ready for takeoff, meine Hübschen. So, alright, everybody. Legen wir los. Baby.
Thank you.
noch schneller, gleich in der Abhörung. Jetzt machen wir Facelifting, jawohl. Wir lieben euch 20 Jahre Yeah.
Here it comes!
X-Roy. Was einmal geht, das geht natürlich auch zweimal. Ein geben aus. Jawohl. Jetzt geht's auch hier. Feuer frei, meine lieben Attacke. Hey. Ab durch die Mitte. Thank you.
euch jetzt heute zu leise. Wollen wir noch mal? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Alles klar. Ja, ignorieren wir einfach. Wir machen drei mehr. Ihr müsst noch mal her. Thank you.
Flasche Chips, bitte? Wir fahren umsonst. Ja. Immer. Wir sind vom Platz. Ich kenne den Chef, genau. Ich kenne den DJ. Ich habe mal am Entenangeln gearbeitet. Ja. Felix, Sascha, ich möchte mich herzlich bedanken, dass ich erstmal hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch für das Vertrauen, das ihr mir geschenkt habt. Ich konnte alles mal überblicken und das war so viel, also die Zeit ist vergangen wie im Fluge. Das ist für einen Fahrgeschäftskirmes, Freizeitpark-Fan, das ist ein Paradies hier. Es ist ein absolutes Paradies und man sieht vor allen Dingen, man kriegt dann auch mal so Einblicke und sieht, was alles für Arbeit dahinter steckt. Das sieht man ja normalerweise gar nicht. Na, ja. mit dem Wartungstag, was abgefettet werden muss, was gemacht, kontrolliert werden muss, das ist ja so viel. Ich habe dich vorhin schon gefragt, ob du noch ruhig schlafen kannst. Und also ich könnte das, glaube ich, nicht. Ja, das ist, deswegen sind wir aber auch reingeworden. Aber auch vielen Dank von uns, das hat uns auch Spaß gemacht. Ich glaube, das können wir erwidern. Schön. Und ich würde sagen, immer wieder gerne. Ne? Ja, ich komme immer wieder gerne zu euch. Ne? Also, das freut uns doch. Du bist auch immer willkommen. Da freue ich mich drüber. Auch dir, Sascha, vielen, vielen Dank dafür. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast so viel Ahnung von dem Geschäft, das hat man gemerkt. Du konntest ja alle meine Fragen beantworten. Auch Felix, das ist der Hammer. Also das findet man nicht alle Tage. Also es ist wirklich krass. Und bitte gerne. Ich kann nur sagen, kommt hierher, schaut euch den Breakdance, für alle, die noch nicht bei euch mal waren, schaut euch den Breakdance mal an, fahrt damit. Die drehen richtig auf. Es macht sehr viel Spaß, absolut top Geschäft und ihr wart die Ersten mit dem Breakdance. Absolut. So. Deswegen. Nummer 1. Ich habe auch noch mal eine Kleinigkeit für euch, weil es ist ja jetzt Mittagszeit, ne? Ja. Und zwar für eure Mannschaft habe ich hier Schokrossis. Einmal schön. In weiß, denn in feinem Herb. Vielen Dank. Und dann habe ich hier noch Classic. Das hört ja gar nicht auf. Ja, Dankeschön. Doch. Nochmal eine Kleinigkeit. Wie gesagt, was ich hier sein durfte, fand ich sehr cool. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mal wieder hier sein darf. Immer wieder gerne. Ja, wir haben zu danken. Nein, ich habe zu danken. Wir. Na, alles klar. Danken wir alle. Felix, nochmal hier, ne? Bis zum nächsten Mal. Sascha, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es verstreicht nicht nochmal so viel Zeit wie vom letzten Mal. Also. Alles schlafen. Alles klar. Wir gehen zurück ins Lübecker Studio. Bis gleich. Ja, willkommen zurück im Lübecker Studio. Also ich kann nur noch mal sagen, der Breakdancer Nummer 2 von Dreher und Vespermann ist ein absolut top gepflegtes Geschäft. Ich durfte ja mal hinter den Kulissen blicken und sensationell. Also auch die Fahrten haben mir sehr gut gefallen. Die drehen richtig auf, die fahren volle Pulle, wie man ja auch im Video gesehen hat. Ich bin irgendwie mehrmals gefahren und absolut Suchtgefahr. Also wenn ihr dieses Geschäft mal auf dem Kirmesplatz seht, dann fahrt damit, es lohnt sich definitiv. Lasst vielleicht auch mal einen schönen Gruß da von Funfair Blog, vom Lars, dann freuen die sich. Und eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar hatte Sascha irgendwie Feierabend und dann haben wir danach noch irgendwie telefoniert. Und da hat er gesagt, so, jetzt habe ich den ganzen Tag auf so ein Karussell geschaut, jetzt ist erstmal Schluss mit Kirmes, Freizeitparks, Feierabend. Und dann hat er gesagt, jetzt setze ich mich erstmal vorm Rechner und spiele eine Runde Rollercoaster Tycoon. Ich musste so lachen. Schönen Gruß an dich, Sascha, vielen, vielen Dank nochmal für alles. Ja, und jetzt habe ich natürlich nochmal eine Frage an euch. Wie ist eure persönliche Meinung über den Breakdancer Nummer 2 von Dreher und Vespermann? Schreibt das gerne mal in die Kommentare hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Google+ und wie sie alle heißen. Und dann nochmal die Umfrage, und zwar, welcher Who's Breakdance Nummer 2 ist euer Favorit? Ihr habt die Auswahl zwischen Breakdance Nummer 2 von Bonner, dann Breakdance Nummer 1 von Kienzler und zu guter Letzt Breakdancer Nummer 2 von Dreher und Vespermann. Wenn ihr jetzt dieses Video auf Google+ und YouTube schaut, dann blende ich euch oben rechts die Umfrage mal ein, nehmt gerne mal teil. Und auf Facebook verlinke ich euch die Umfrage in der Beschreibung. Und das eine oder andere Posting werde ich natürlich wie gewohnt in der nächsten Funfair-Blog-Ausgabe präsentieren. Ja, in der letzten Funfair-Blog-Ausgabe ging es ja um Eclipse, der Schaustellerfirma Korten. Und da habe ich euch gefragt, einmal wie ist eure persönliche Meinung über dieses Geschäft. Und dann gab es noch die Umfrage, mit welchem Kirmes-Propeller mögt ihr am liebsten fahren? Und wenn ich mir das Ergebnis anschaue, klar, eindeutig, erster Platz ist Jekyll und Hyde, die Verwandlung von Thelen mit 52%. Dann zweiter Platz ist Eclipse von Korten mit 22%. Dritter Platz ist Propeller No Limit, Blume und Ordelmann mit 12%. Vierter Platz ist Booster Max Mega G4 von Hofnagels und Denise mit ebenfalls 12%. Und letzter und fünfter Platz ist Apollo 13 von Küchenmeister geworden mit nur 2%.
Ja, da habt ihr auch wieder fleißig kommentiert auf YouTube zum Beispiel. Ich habe mich wieder schon versprochen, herrlich. Schauen wir mal, der Leonard Leo schrieb, schönes Video, Lars. Vielen Dank. Ich bin nur den Capriolo No Limit von Van Reken, ebenfalls aus Holland, gefahren. Die Fahrt ist recht intensiv, besonders das Vor- und Zurückreißen im Tal. Ja, das kann ich nur bestätigen. Jedoch finde ich sowohl No Limit als auch Eclipse optisch nicht wirklich ansprechend, wobei mir Eclipse da schon eher gefällt. Von der Fahrt an sich mag ich persönlich jedoch Jekyll und Hyde lieber, da mir die Fahrt dort subjektiv abwechslungsreicher erschien. Schöne Grüße nach Lübeck, Leo. Ja, vielen Dank, lieber Leo. Schöne Grüße aus Lübeck zurück. Und vielen Dank für deine ehrliche Meinung. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal auf Facebook. Da hat geschrieben Julia Meyer. Ich mag den blauen Herrn. Oh, den blauen Herrn. Der geht gut ab. Kenn auch die kleine Variante No Limit. Durch die Rundum-Bewegung der Gondel, zum Beispiel über Kopffahrten durch die Station, einer der heftigsten seiner Gattung. Ja, das kann ich auch wiederum nur bestätigen. Das ist schon heftig. Von den unten genannten mag ich den Jekyll und Hyde, die Verwandlung, am liebsten, da er von allen Propellern das Beste bietet, ohne dabei allzu brutal zu sein. Ja, das stimmt. Jekyll und Hyde ist nicht ganz so brutal, macht aber auch jede Menge Spaß und bietet auch genug Thrill. Von daher, aber Eclipse ist nochmal eine Nummer härter, gerade natürlich, wenn man über Kopf über dieses Tal ballert. Dann schauen wir nochmal auf Google+. Wir hätten da geschrieben, der German Funfair. Den Eclipse von Korten bin ich ebenfalls das erste Mal auf dem Hamburger Winterdom 2016 gefahren. Er ist mein neuer Favorit unter den Propellern, da es keinen Propeller und allgemein kaum Fahrgeschäfte gibt, die so hohe G-Kräfte haben wie Eclipse, wenn man kopfüber durch den Bahnhof fährt. Ja, da ist er wieder, kopfüber durch den Bahnhof. Bin letztendlich dreimal mitgefahren, da ich kaum etwas Vergleichbares kenne und es sehr viel Spaß gemacht hat. Werde im Video vom Chef sogar erwähnt, als er sagte, dass zu Anfang des Marktes ein 15-Jähriger kam und sagte, dass es der stärkste Propeller sei, der bis jetzt dort war. Ja, da kann man mal sehen, ne? Du warst das also. Unfassbar. Kann mir vorstellen, wenn du dort rekommandieren würdest, wie du am Ende in der Looping-Runde immer durchs Mikro sagst, Looping, hey! Da würde sich ungefähr, am besten noch so mit Echo, ne? Würde sich ungefähr dann so anhören. Looping, Looping, Looping. Ja, unfassbar, oder? Ja, vielen Dank, lieber German Funfair, für deinen Kommentar auf Google+. Vielen Dank auch an alle, die wieder fleißig kommentiert haben. Ich habe mal alles durchgelesen. Sehr cool, weiter so. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Und das soll es von mir gewesen sein. Im Anschluss, wie gewohnt, folgen die Outtakes und die nächste Funfair-Blog-Ausgabe erscheint wie immer kommenden Montag pünktlich um 19 Uhr MEZ, mitteleuropäische Zeit. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und ciao. Denzer. Achso. Ja, hier bin ich. Ist ein Kamerageil, ey. Ja, ja, ne? Den habe ich gefunden. Oh cool, wo hast du den denn her? Bei uns hinterm Haus gefunden. Ja? Ist ja geil. Ist da noch einer? Nee, nein, alles Lars, gut. Lars möchte keinen Ball. Nein, ich möchte keinen Ball. Ich spiele ja noch immer Fußball. Wer ist der Opa Berg? Opa Berg. Ach, der Opa Berg. Nee, Opa Berg. Voll aus dem Zettel. Was war bei? Ja, nee. Outtakes. Ja, Outtakes 1, Action 2, 5, 8. Sehr geil. Sehr cool. Gänsehaut pur, sag ich nur. Halt da unten. Es ist absolut geil. So was will ich zu Hause haben im Garten. Mach ich jeden Morgen dann um 6 Uhr. Ja. Sind wir im Bild? Wir sind im Bild. So läuft, dann starten wir. Jawoll. Herzlich willkommen. Der Oman ist wieder da. Ja. Oman, der Ölmann. Der Ölmann. Der Ölmann. Mal an das Ding. Mal an das Ding. Okay, gleich. Oh. Das ist die Fußkappe. Doch, so ist gut. Weißt du? Ist gut, wa? Ist gut, wa? Ja, das passt doch. Nehmen wir mal. Du. Noch die Kamera? Jetzt hast du immer wieder Fotos, wie wir uns unterhalten. Ja.